Okay, Leute, da sind wir. Und jetzt, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, jetzt kommt Mortuary Assistant. Viele haben sich's gewünscht. Ich hab's lange ignoriert. Lange, naja, eine Woche. Hab's mir dann jetzt doch geholt, bin eingeknickt vor euch. Und bin vor allen Dingen gespannt, ob das Spiel besser ist, als ich denke. So, da, jetzt habt ihr Bild. Vielleicht habe ich aber auch nur Angst vor dem Arbeitspart in diesem Spiel. Man muss ja die Leichen analysieren und das dann eintragen und habe Angst, dass das vielleicht ein bisschen zu nervig wird. Warning! What you're about to experience is based on real paranormal events. Ja, ja, genau, du Sau. Research of the occult has shown that heightened moments of emotion, such as fear, can encourage the manifestation of hauntings. If, after playing this game, you experience abnormal happenings, it's your own fault and we will not be made responsible, especially financially. Don't sue us. You are just, maybe you're just crazy. Ich habe das jetzt alles, das stand da. So. Was haben wir hier noch? Quality. Leider nicht des Streams, sondern nur des Spiels. Skip Tutorial! Das hat schon ganz häufig Probleme gemacht. Ich hab's schon gespielt, aber schon eine Weile her, wenn ich ehrlich bin. Okay, neue Schicht. Schicht im Schacht. So, Leute, jetzt mal schön gruseln mit mir. Oh, warte, ich habe eine gute Idee. Zumindest glaube ich, dass es eine gute Idee ist. Hier kommt jetzt wahrscheinlich eh ein Intro. Ich hole mir kurz mein Handy und dann kann ich das Licht hier umstellen. Dann mach ich vielleicht ein bisschen dunkler. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. So. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. 3? Wer soll die denn alle essen? Take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badges and your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Yay, Leichenbestatter! Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fachkräftemangel da so ausgeprägt ist, dass man da sich so freuen drüber muss. Okay, ein paar Leute von euch haben völlig zu Recht Untertitel verlangt. Da sind sie. Ja, ich habe jetzt natürlich aus irgendeinem Grund doch das Inventory geskippt. Ich weiß aber, dass ihr krasse Leute seid. Deswegen wisst ihr, wie das Spiel geht und werdet mir sicherlich hier unterhelfen. Ich habe es ja auch schon gespielt. Es ist ja jetzt auch nicht mein erstes Rodeo hier. Gucken wir mal. Ich muss nur eine Sache noch machen. Das irritiert mich immer, wenn das so... Da, genau. Ich mag das nicht, wenn das so sich so schnell bewegt. So ist doch besser. Gerade bei einem Horrorspiel. Oder vielleicht sogar Controller. Gucken wir mal. Ja, dann nehmen wir doch das. Nee... Ein bisschen zu eierig. Nee, doch, okay, wir nehmen. Tut mir leid. Okay, in die Hocke. Ah, hier ist das Laufen zu schnell. Bin mir noch nicht sicher, was ich gleich nehme. Aber wir können ja mal... Nee, der Controller ist leider nicht so geil. Where are my keys? God, I lose those. Okay, die Schlüssel, wo können sie denn sein? Da? Nee.
The nicest people are dead. Das sind genau die richtigen Persönlichkeiten, die sich um meine Leiche kümmern sollten. Ja, ja, mit dem Tod und Verwesung. Das große Buch der Maden. This is a book about death and decay. I deep look into the process that happens after we die. The pages in this book are not for the faint of heart, but it is the honest and blunt truth about what happens to our organic matter. Du, ich hab's nicht verstanden. Ich war von dem Wort blunt abgelenkt. Ich guck mir immer gerne an, was die so lesen. Ich finde sowas immer total aussagekräftig. Movies and Methods, Fashion Design. Ja, dafür hat's wohl nicht gereicht, ne? Zum echten Schneidern. Was ist denn die Leichen aufschneidern? Ja, einen kleinen Hautfrack habe ich mir gemacht. Wer hat denn ein Buch übers Einbalsamieren? Da machst du ein bisschen was drauf von dem Nivea-Creme-Ding und dann ist das dann rein mit der... einfach umwickeln. Da kannst du mir nicht erzählen, dass man dafür ein ganzes Buch lesen muss. Naja. Das ist eine interessante kleine Wohnung. Sieht fesch aus, ist aber eigentlich total klein und beengt. Nicht so wie mein Studio hier. 100 Meter nach hinten. Happy Tofu. Wolfios, there's food in here. Okay, ich glaube, ich bin hier fast durch. Wir lernen nur, dass man nicht aufräumen muss. It's got bees on it. Das ist keine gute Werbung. Mothbombs. Mein Gott, das sind wirklich, da kriege ich echt Flashbacks. Die hat keine Sau, will das. Du willst die Dinger hier, die Zuckerklümpchen oder die Schokoklümpchen. Dann brauchst du auch keine Zahn, wer keine Zähne mehr hat. Muss ich auch nicht um seine Zähne sorgen. Okay. Hier ist noch irgendwas? Nee. Okay, dann hauen wir ab. Ist euch ja nicht aufgefallen, wie ich krass versucht habe, hier eine dunklere Stimmung zu generieren mit Licht. Was generell unmöglich ist, aber es hat, finde ich, ein kleines bisschen funktioniert. Wenn ich jetzt nur auch noch die Mühe hätte, meinen Green aufzubauen und einzuleuchten und einen Key dafür anzufertigen. Oh, ich freue mich auf dieses Alien Abduction Spiel, was auch bald kommt. Ich bin wie so eine Katze. Mag ich nicht, dass das da liegt. Okay, offensichtlich für mich. Aber vorher gucke ich noch einmal. Vorher noch mal überall reingucken. Ey, ich bin gerade erst angekommen. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. I had no way of knowing the possession had started. What? Deswegen hast du mich gerufen? Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you. Or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Okay? We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. Staying focused will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Damn it, what the fuck? This is insane. Okay. This is so stupid. It's just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. Ja, das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Offensichtlich sind wir Teil einer seltsamen Geschichte geworden. Die haben uns einfach so eingeladen.
Und wir sind wohl ein echtes, ne? Also wir sind hier jetzt diejenigen, die es ausbaden müssen. Wortwörtlich, denn draußen regnet es und die Tür ist zu. Ja. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, wie da eben jemand draußen war. Das habe ich mir vielleicht aber auch nur eingebildet, das nicht gesehen zu haben. Es ist ein Tick. Ich gebe zu, es ist mittlerweile mehr als nur ein Tick. Es ist fast schon monkig und notwendig. So, ich habe die Schlüssel. Hier sind wahrscheinlich die Akten, ne? Ah, okay, aber nicht jetzt. Noch nicht wichtig. Vor den Akten kommen die Nackten. Und die muss ich erstmal aus ihrem Schrank holen. Einer der seltenen Fälle, wo das Spiegelbild nicht stumpf ist oder in irgendeiner Form man sich selbst nicht sieht, sondern doch, sie haben sich die Mühe gemacht für einen Spiegel. Das braucht man sicher, aber ich habe gar keinen... Okay. Eine Taschenlampe wäre mal nicht schlecht. Könnt ihr was erkennen hier? Nee, ne? Jetzt frage ich mich gerade, ob ich hier... Da ist ja Licht. Vielleicht mache ich kurz mal den... Gamma ein bisschen höher. Natürlich jetzt auch nicht zu viel, aber ja, so dass man zumindest hier die Ecken erkennt, oder? Ihr seht das hier zu Hause hoffentlich besser als ich, weil ich habe natürlich noch eine leichte Spiegelung. Okay, so. Okay, ist das unsere Mutter? Weil das ist dieselbe Person. Das sind komische Augen. Die sind wahrscheinlich zu. Das wirkt wie dieselbe Person, die bei uns im Zimmer in dem Bilderrahmen hing. That's not it. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Kurze Erklärung, es wurde nicht wirklich was übersprungen. Ich habe, glaube ich, das Tutorial, was auch die Demo darstellt, nicht nochmal gespielt, aber ich habe es ja schon mal gespielt. Aber da passiert jetzt auch nicht so viel. Alright, listen carefully. I'm sorry, but this entire thing is extremely... unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body and get started. Zwei Kassetten liegen hier rum. Das war die eins, genau. A computer program combining all my findings. Mal später. Reference point. The database contains all the information on the process of expulsion. The tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Okay, das ist dieser Strip und der würde jetzt normalerweise verbrennen, wenn hier irgendeine übernatürliche Geschichte am Start wäre. Okay. Das ist hier. Baleful Reagent, Bottle of an Unknown Liquid, Identify Demonic Tendency. Da ist ja, geht ja alles plötzlich, geht es nur noch um Dämonen. Ich dachte, ich soll hier irgendwelchen Leuten das letzte Geleit tuten.
Ich hab so keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll. Also mit, das kommt ja wahrscheinlich später, ne? Aber ah, deswegen. Ich verstehe, okay. Dann lassen wir das erstmal alles stehen. Dann nehme ich hier mal die zweite. Das ist das zweite, genau. Der Stapler aus Office Space. Oh, ich warte. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. I can't hold anything else. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with. And use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on the body. Then, when you're certain, burn it in the retort. Okay, wir haben jetzt so ein bisschen zugehört, aber ich habe mich währenddessen schon umgeguckt, schon mal so ein paar Sachen eingesteckt, die ich gleich brauche für die Leichenobduktion, für die Sezierung. Copy of the key, also geht es um Key für die Hatch Outside. Ist er das? Vielleicht auch nicht. Die kann ich gar nicht mitnehmen. Okay, gut, dann lassen wir es mal liegen. So, wir haben uns ein bisschen jetzt hier umgesehen, ein bisschen bekannt gemacht mit den Aufgabengebieten. Wir sollen also die Leichen natürlich ganz normal bearbeiten. Dazu zählen die ganzen Geschichten, die wir hier eingesammelt haben, auch dazu. All das hier wird irgendwann wichtig. Das wird dann meistens mit diesem Gerät hier auch verabreicht. Aber jetzt als erstes sollten wir uns vielleicht kurz von ein paar Sachen trennen. Und zwar die großen Sachen. Die brauchen wir vielleicht jetzt nicht. Ja, ich habe hier natürlich ein bisschen viel mitgenommen, muss ich zugeben. Hätte ich auch ein bisschen anders machen können. Naja. Lassen wir mal diese drei Boxen hier. Wo sind sie denn jetzt alle? Naja, ist egal. Wird schon reichen. Also hier liegt jetzt nur die eine. Ach, nee, okay, die liegen untereinander. So, dann gehen wir doch mal rüber. Der Code von dem Typ am PC eingeben. Ach ja, stimmt, der PC, ne? Stimmt, ihr habt recht. Ich wollte schon direkt die Leiche holen, aber es gibt doch erstmal viel zu tun. Genau, hier, warte mal, hier war doch eben die Karte, ne? Das ist doch wahrscheinlich dann der Code. Da, Mitarbeiterkarte. Ah, 9132. Das ist immer das Schlimmste, ne? Auf die Karte den Code schreiben. Whatever. Just forget it. Nee, ich kenn's doch. Whatever. Doch, ich kenn's doch. Ich kenn das Passwort. Ich möchte lösen. Hm, geht wohl noch gar nicht. Dann für später. Das dritte hatte ich auch schon? Nee, hatte ich noch nicht. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold.
There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Jetzt weiß ich gar nicht, welcher Körper, ne? Muss man eigentlich mal gucken. Vielleicht sollte ich vorher nochmal gucken, was hier vorne steht. Hier ist ja eine... ein Block. Da. Clipboard. At least I can keep track of things. Ja, aber wo, wie kann ich mir die jetzt durchlesen? Ich meine, das muss ja noch... Das wird es ja wohl geben, oder? Muss ich das hier lesen? Das glaube ich nicht. Die drei Kassetten, okay. Okay, so. Nehmen wir erstmal hier den Wagen mit rüber. Ein richtig schöner Einkaufswagen. Oh, welchen hätte ich denn gern hier? Die Frau oder hier den da? Wer ist denn nochmal da in der Mitte? Der war vielleicht auch lecker. Komm, wir gucken nochmal. Was ist hier mit dem? Was ist mit dem? Der ist doch noch gut. Ja, aber ich mag seine Unterhose nicht. Ja, komm. Also echt, daran liegt es jetzt. Ja, ja, außerdem, der ist mir nicht muskulös genug. Der hat da was am Fuß. Ja, aber das hier können wir jetzt auch nicht machen. Können Sie jetzt nicht die ganze Zeit an so einer halbnackten Frau abarbeiten. Ja, da musst du dich entscheiden. Nee, ich muss mich eigentlich gar nicht entscheiden. Ich muss nachgucken, was im Clipboard steht. Retrieve body from cold storage, inspect body. Ach, ich kann irgendeinen nehmen. Das ist ja interessant, okay. Dann kann ich das ja wirklich. So. Nee? So. Ja, der steht schon in der Mitte, dann nehme ich ihn jetzt hier so mit. So. Ja, niemand will wissen, wie die Wurst gemacht wird. Jetzt passt mal auf. Oh, das ist schon ein bisschen morbide, ne? Wie da vorne noch so die Beine wackeln. Alright, let's check you out. So. Alle nacheinander. Nee, bei mir ist das alles immer random. Ist es jetzt schlecht, wenn ich den mache? Einer von den dreien ist der Dämon? Keiner weiß es so genau. Also Kratz, Male, hinten, das sieht schon mal nicht gut aus. Könnte aber auch von einem extrem heißen Liebesakt sein. Da war doch was am Fuß, genau. Der ist auf dem Lego. Oh! Hallo? Nope, nope. New job. I'm getting out of here. Okay, ich spiele das mal mit. How long are you to school? New career path. Fuck this. Fine. What? Maybe. No. Maybe. Everything's fine. It's fine. What? No, I just. I'm just seeing things. I need to get back to work. It's fine. Ja, sie lässt sich nicht wirklich davon abbringen. In der heutigen Joblandschaft kann ich das gut verstehen. Sie muss die Kohle, sie braucht das alles. Oh, da ist auch was, oder? Sie, aber wenn ich da so drücke, dampft das so ein bisschen. Okay, ich dachte schon, seine Mole, 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 Mole dampft da irgendwie so ein bisschen. Aber nee. Stattdessen nix. Sauber, der Typ. So. Ja, naja, sie hat sich doch schon sehr schnell von einem Dämonen in ihrem Kopf umstimmen lassen. Aber der ist eindeutig auf den Lego-Stein getreten. Haben wir notiert. Ist sonst noch irgendwas? Oh, ja. Das sieht interessant aus. So ein bisschen wie Ange. So ganz so wie so Säure oder so. Oder nee.
Ja, mehr wie so, wie so ganz viele kleine, wie heißen die? Parasiten irgendwie. Oh, der Arm. Ah. Sehr komisches Muttermal. Ne, Moment, da, der Arm. Ah, so weit. So tot. Okay, was steht denn noch auf der Liste? Nee. Ah! Okay, eindeutig ist hier irgendwas richtig am Fackeln. Ist kein gutes Zeichen. Jetzt würde ich die gerne in die Hand nehmen. Muss man mal gucken gerade, was war der Button nochmal dafür? Okay. Aber ich dachte... Mann, das ist ärgerlich. Sorry, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich guck mal einfach nach. Komm, was soll's denn? So, hier, Quantity, Options, war's. Ach, hier. Move, Crunch, Quick Inventory, rechter Mausbutton, okay. Was kann man als Use, Letting, Strip, Q? Clipboard, leer. Da ist das Ding. Ja. Okay. War leer. Dakota Beaver. Ja, so genau habe ich jetzt nicht hingeguckt, aber ich glaube es mal. Head. Ja, Shoulder Mild Abrasion. A Mole. Rash. Contusion. Record any distinguishing marks. Enter markings into computer. And print embalming record. Habe ich denn wirklich alles? Ja, habe alles einmal angeguckt. Ich habe das Gefühl, dass hier noch irgendwas ist. Aber die Beine kann man nicht drehen. Rumlaufen, bis es in der Hand ganz verbrennt, sagt ihr. Zu dem Ding hier, oder was? Also es muss einmal abfackeln. Ja, eher hier, oder? Ja. Okay, hier war irgendwas. Nehme ich doch direkt ein neues. Gibt ja scheinbar genug von. Oh. Ah, jetzt kann ich... Moment, jetzt muss ich erstmal mir den Code holen. 9132. Geht das einfach so? Oh, ich muss gar nicht mehr. Na... Database, a collection of all my findings relate to the banishment of Kovitch's demon, the history of the demonic and the tools I found through my research. Okay, also das ist tatsächlich der... das ganze Dämonen-Tutorial. Die reden in Ethenian. Oh, könnte ich jetzt also, wenn die Sachen gesagt werden, wenn jetzt irgendwie Vakuum, Varos, Senis, Siftu, nein, dann könnte man daraus vielleicht sogar irgendwas herausbekommen. Eieiei, das ist nicht geil, wenn einem das nachts passiert. Okay, hier ist noch mehr. Halls of Hell, Lesser Spirits, so ein Kram. Ja, also hier eine typische Geistografie mit allen möglichen... mit allen möglichen Kuriositäten. Die Frau in Weiß, natürlich der Typ im Hintergrund mit den roten Augen. Was ist das? The Mimic? Ich kenne ein paar von diesen Fotos, aber nicht, das sind nicht die Originale, würde ich sagen, aber ich kenne die Fotos, die auf die Bezug genommen wird hier. Ist immer wieder geil, sich sowas anzugucken. Auch der Goatman ist auf jeden Fall auch immer super. So, Sigils of the Covetous Demons. Immolation, Invidious Desolation.
Ah, und das sind dann also verschiedene Familien sozusagen. Gruppierungen. Ey, das ist ja ganz schön aufwendig. Okay. Ah. Moment, das war nicht unwichtig. Da. Letting Parchment, Baleful Reagent, The Mark. Okay, das sind halt die Sachen, ne, die uns auch schon erklärt wurden. Okay, kurz nochmal hier gucken. 4 von 5. Muss ich da noch irgendwas dazu machen? Ich habe das Gefühl, ich hätte alles, aber irgendwie, ja, scheinbar fehlt noch was, ne? 4 von 5. Ah, nö! The power of Zettel compels you! Nee, ist gar nichts. Okay. Ist ja ekelhaft. Kommt mal gar nicht zum Arbeiten hier. So, jetzt muss ich aber immer noch den Kopf anschauen. Stimmt, ihr habt es auch richtig gesagt, den Kopf habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Nee, okay, so nicht. Ah, so muss ich von hier kommen wahrscheinlich, ne? Ja. There we go. Das ist eine ganz schön schwierige Tätigkeit, muss ich sagen. Also ich könnte es wirklich nicht. Also das da liegen würde ich vielleicht noch hinkriegen, aber vor allen Dingen das Aufschneiden und die ganzen anderen unappetitlichen Geschichten, ich könnte es einfach nicht. So, da haben wir sie. Dakota Beaver. Muss ich das jetzt übertragen? Nein, oder? Ah. Na gut, immerhin. Oh, der Drucker ist ja geil. Wie lange der braucht? Tak, 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 brrrt. Ich hatte noch so einen Nadeldrucker, der noch so. Okay, relate to the handling of the deceased file up front, so they are available if requested. Dann werde ich das mal schnell hier rüberbringen. Time to embalm. Time to embalm. Ja, das ist wirklich die ekelhafteste von allen Geschichten. Also, so ein Ding brauche ich da wahrscheinlich, oder? Habe ich das nicht sogar schon? Na komm, wir machen es mal. I already have one of those. Ah, okay, sage ich doch. Okay, dann nehmen wir erstmal das Messerchen. Machen wir erstmal ein paar Löcher an Stellen, wo sie keiner erwartet. Ach, in die Hand, ne? Nee, so nicht. Ich frage mich gerade, wie kann ich das hier so rein in die Hand nehmen? Okay, offensichtlich steht hier jemand. Da brüllt doch jemand. Da hat doch jemand mit mir gesprochen, oder? Jetzt geht die Tür auch wieder auf. Jemand Smartes würde jetzt einfach nach Hause fahren. Aber mir reicht's. Weg mit der Scheiße. Hup, hup. Hilfe! Frau in Not! Nee, geht nicht. Okay, komm, mach doch wenigstens die Tür zu. Hierfür suche ich immer noch einen Schlüssel. Ich habe ja einen gefunden. Das. Oh. Okay. Ich finde, wenn diese Tür offen bleibt, kann mir nichts passieren. Denn dann gibt es ja noch eine Verbindung nach draußen. Da kann dann gar nichts Schlimmes passieren mit mir. Okay. Was ist war hier nochmal? Ah. Kann man so sich selbst testen, ob man schon possessed ist. Malt man die ganze Zeit umgedrehte Kreuze und so ein Kram, nehme ich an. Und die
Nee, da ist nichts hinten drauf. Okay, wir wollten ihn einbalsamieren, dafür brauchen wir die Items. Ich habe die ja schon genommen und jetzt weiß ich nur nicht, wie ich die benutze. Okay, gerade gucken. Was ist Pick? Ach so, das sind die Items, ja, okay. Symbole für die Interaktion. So. Post, skip, inspecting, take, use, LMB, quick inventory, rechter, leave inspect, rechter. Also vielleicht muss ich mal mit dem rechten Stick, rechten Mausklick probieren. Schon komisch. Wenn ich jetzt, ah, okay, ja, natürlich, das hatten wir ja schon, ne? So, nehme ich den Skalpell? I can't use that here. I can't use that here. Nee. Okay, aber irgendwie habe ich mit sowas gerechnet. Dass das jetzt nicht so einfach ist. Das Blöde ist natürlich, man kennt sich halt überhaupt nicht aus mit dem Job eines Balsamierers. Aber es befindet sich, glaube ich, alles, was ich brauche, auf jeden Fall in diesem anderen Raum hier. Und der Rest ist erstmal vernachlässigbar. Jetzt habe ich aber eine von diesen Dach... Alter. Das soll so sein, oder? Ich soll einfach Angst haben. Ja, kannst du nicht mehr klopfen, wenn du kein Fenster mehr hast. Ja, ich wollte ja eigentlich jetzt mal rauskriegen, wie das geht. Hier, ich dachte, ich stecke das Ding rein. Und dann schließe ich das mit den Kabeln an. Vielleicht habe ich da aber irgendwas noch vergessen. Letztes Mal war das, glaube ich, hier noch irgendein Kram, der in einer von diesen da genau... Weiß nicht genau, ob das eine von den Geschichten war, die ich letztes Mal auch lange gesucht habe. Das hier, ist das nicht ein Schlauch? Ja. Soll man das machen? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt die Haut von dieser Leiche feucht mache? I can't use that. Ja, war klar. Wo ist denn das andere hier? Ich hatte doch eben noch Chaucer Skalpell. Nee. I can't use that here. Ja. I can't hold anything else. Oh. Ich hätte nicht so viel nehmen sollen, ja. Da. Used for injecting cavity fluid directly into the organs. Ich werde gleich nochmal in der Hilfe nachgucken. Weil es ist eigentlich gar nicht so mega schwer. Ah, da ist das Ding. Ja, was soll ich damit machen, ne? Kann ich jetzt auch nicht einfach nur so dran machen. I can't use that here. So. Simon, erst musst du den Saft ablassen. Ja, okay, das denke ich mir schon, ne? Einmal alles raus. Was keine Miete zahlt. Aber wir hängen gerade so ein bisschen mit diesen ganzen Gerätschaften. Hier gibt es doch ganz sicher irgendwo ein FAQ, oder? So einen kleinen Hilfeschrei. Kleiner Hilfeschrei muss doch erlaubt sein. Hier vielleicht? Nee, hier geht es nur um die Dämonenbeschwörung. Das ist die Bibel oder irgendwas in der Art. Dann vielleicht drüben. Sagte, ich soll das einfach. Ihr seid alle so hardcore, ey. Ihr seid alle so hart. Ich sag, ich soll da einfach mal mit dem Skalpell reinschneiden. Wo ist denn nochmal der eine? Da. Liegen die jetzt halt am Boden rum, ist doch egal. I can't use that here. I'm missing something. Wieso? Du hast doch alles. I'm missing something. Also, mein Hauptproblem ist jetzt wirklich hier der Shit. Steht bestimmt auf dem Clipboard, ne? Mal gucken. Ja, ihr habt recht. Wire jaw shut with... Mann, ich kann das kaum lesen. Könnt ihr das lesen? Needle injector and setting needles. Wire jaw shut with needle injectors. Needle injectors. Habe ich die nicht sogar? Noch? Nee. Das Needle injector? Ja. Ekelhaft, oder? Ekelhaft, dass man ihm den Mund zumachen muss.
Ja? So? Nee. Was genau? Okay, ich verstehe, glaube ich. Aber muss man das Ding nicht noch bewegen? Ich hau die doch gerade alle in denselben. Ah, so ist es. Ist ein bisschen eklig, oder? Also begeistert sind wir da nicht von, dass wir ihm das Maul zuspannen. Manche würden sagen, mach das mal beim Simon, aber da hätten wir alle keinen Spaß mehr. Nicht so wie hier. Okay. Insert eye caps to keep eyes shut. Ja, okay. Die eye caps habe ich irgendwo hier gehabt, aber es ist doch so geil, wie es einfach so aufeinander liegt. Ist egal. Ich habe es einfach falsch gemacht, die am Anfang alle zu nehmen. Jetzt müssen wir damit leben. Hier sind die eye caps. Nee? Kuckuck! Alright. Simons Gamma-Wert ist hoch eingestellt. Naja, wie gesagt, ich wollte es für euch natürlich ein bisschen anschaulicher machen, aber ich kann auch gerne das wieder runterdrehen. Ich finde, es ist von der Dunkelheit eigentlich okay. So, ich kann mich jetzt gar nicht beschweren. Jetzt muss ich aber erstmal die Sachen wieder droppen. Ja, so, jetzt liegen die hier, ne? Okay, komm. Dich nehme ich mal mit. Ja, okay. Dann lasse ich es hier fallen. Ist halt einfach dumm gewesen, so viel Kram. Aber ich will das halt alles einstecken. Das ist gute alte Adventure-Logik. Okay, hier liegt alles auf dem Boden. Da weiß ich ja, wo es ist. Das ist schon mal das Wichtigste. Ups, Moment. So. Okay. Wir haben sein Maul zugemacht. Wir haben seine Augen verklebt. Was gibt es jetzt zu tun? Mix embalming fluid in pump. Also vier Sachen. Ein Reagent, Glutaraldehyd, Methanol, Humektant und Formaldehyd. Und die mixe ich in der Pumpe. Das müsste ja dann die hier sein, oder? Einfach rein. Na gut. Das Ding, Leaching Agent, oder? Ne, vielleicht auch nicht. Formaldehyd auf jeden Fall. Glutaraldehyd. Ah, okay, dann mache ich so. Ich muss echt nochmal nachgucken. Methanol, Humektant und ein Reagent. Das sind natürlich jetzt auch nur am Anfang schwer. Später wissen wir ja ganz genau, wo alles ist. Da sollte es nicht mehr so ein Problem sein. Dieser zweite Schlüssel irritiert mich, was ich mit dem noch machen kann. Methanol, dann haben wir das auch. Und Cavity Fluid. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen Eimer oder so. Oh, was war das nochmal? Nee. Agent in the old cabinet. Ah, okay. Ja. Okay. Jetzt fehlt wirklich nur noch eine Sache. Humektant. Humektant. Keine Ahnung, was das sein soll. Humektant. T
Tissue Builder. Also es ist schon super interessant, muss ich sagen, was sie alles so benutzen, aber es finde ich auch ganz schön eklig. Warte mal. Infusing Embalming Fluids. Das kann ich auch gleich mal mitnehmen, das kommt aber später. Okay, wo könnte das denn jetzt sein? Doch, glaube ich, jetzt alles einmal durchgesucht. Wo habe ich noch nicht geguckt? Ja, ah, da ist es. Shit. Gerade wenn es anfängt Spaß zu machen. Ich wollte den Mix gerade reinmachen, den guten Cocktail. Hallo? Hallo, Rebecca? Rebecca? What the? War das unsere Mutter? Naja. Aufräumen muss man währenddessen, finde ich, schon immer wieder mal. Reicht ja schon, wenn die Skalpelle auf dem Boden liegen. Okay, jetzt kommen eigentlich, würde ich sagen, die Schläuche. Wobei, ich habe ja, hab die ja gar nicht mehr. Aber wir gucken trotzdem erst nochmal nach. Make an incision, jugular vein und carotid artery. Oh, was habe ich, keine Ahnung, wo das ist. Ich nehme an, das eine ist oben, das andere ist unten. I can't use that here. So, wo kann man dich schön anstechen? Jetzt muss ich da noch so ein Ding rein, ne? Ah, ist das ekelhaft. Ich möchte nie sterben. Ich muss ja immer an diese... War das eine Twilight Zone-Folge? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ging darum, dass jemand gestorben ist und dann irgendwelche Gangster oder so, auf jeden Fall Leute um ihn rum, ihn als Leiche immer mitnehmen. Und er ist der Offsprecher und erzählt die ganze Zeit, dass alle Religionen falsch liegen, weil man in seinem Körper bleibt und man spürt alles. Und dann passieren dann ganz viele schlimme Dinge mit der Leiche und die sieht aus irgendeinem Grund auch noch aus wie Humphrey Bogart. Das haben sie dann irgendwie auch noch getrickst, dass das so wirkt in Spiegeln, als wäre das Humphrey Bogart. Ganz, ganz weirde Folge, aber so geil. Also du siehst die ganze Folge aus der Sicht der Leiche, die dir die ganze Zeit erzählt, wie schlimm es ist, tot zu sein, während du diese Erinnerung hast, dass ja scheinbar er alle Schmerzen spürt und dann passieren Dinge. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte. Kann ich die jetzt hier vielleicht einfach reinmachen? I can't use that here. Aber hier vielleicht. Wie so ein Motorschaden. Wie so ein... können Sie mich kurz schließen? Es ist super ekelhaft, Leute. Ich könnte das nicht. Für kein Geld der Welt, aber es scheint zu hängen. Na gut, dann hat das wohl ausgereicht, ne? Engage pump and let the body drain. Let the body drain. Let the body drain. Alter, der ganze Sitsch muss raus. Ja. Na, jetzt reicht's aber. Wie viel Wasser kann denn da drin sein in dem Mann? Ah, es wird schon weniger. Ja, ab jetzt kann man es trinken. Okay. Der Monito hat jetzt eine neue Geheimzutat. Das Krasse ist, das würde ja auch bedeuten, und das stimmt wahrscheinlich auch, dass alle Leichen, wenn sie in der Kiste liegen und dann so aufgebahrt werden, dass sie hier oder irgendwo in der Art so einen Schnitt haben, ne? Boah, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Fill an empty IV reservoir bag with
cavity fluid, then insert into the abdominal cavity. Okay. Ups. Also IV-Bags waren doch... Habe ich die hier gelassen? Ah, ist nicht schlimm. Die waren, glaube ich, irgendwo hier, ne? Ne, das waren die Röhren. Oh, warte. Ist das nicht ein... Ne, Tubing. Okay, klar. Wo waren die? Moisturizing Wipe. Da, ne? Das war's. Jetzt muss ich hier nämlich an... Ach, der Skalpell, ja. Deswegen sagt sie, I'm missing something. Es wirkte so, als hätte sie irgendeinen Fehler gemacht. Also, ist es ja auch so. Aber als hätte sie irgendwas vorher noch vergessen. Ja gut, so ist es ja auch, ne? Weil du den Skalpell nicht in der Hand hast. Aber ich dachte, man hätte noch was übersehen bei der Beobachtung der Leiche oder so. Sag mal, wie viele von den Skalpellen kann ich denn verlieren? Ich meine, die sind super spitz und... Also eigentlich sollte einer reichen, würde ich sagen. Ich bin bei meinem dritten. I'm missing something. Wieso? Du hast ihn doch. I can't use that here. Fill in captive fluid, then insert trocar. Ach, okay, jetzt verstehe ich. Das trocar ist so ein Ding. Naja, ja. Das hier, ne? Endlich. Endlich! Vorhin wollte ich schon. Jetzt wird der Eimer plastiniert, oder was? Also ist das doch irgendeine Flüssigkeit, die den irgendwie konserviert oder irgendwie die Form behält und so, oder? Die füllen jetzt einfach die arme Leiche mit Sekundenkleber. Nein, nicht ganz, aber so ähnlich. Ey, ohne Scheiß, verbrennt mich bitte einfach. Stellt euch doch mal vor, es bestünde nur eine 0,001%ige Chance, dass ihr wirklich nach dem Tod alles fühlt. Dann willst du verbrannt werden. Willst du nicht den ganzen Scheiß hinter dir und dann liegst du da noch wochenlang rum, bis dann endlich deine entfernten Verwandten auch kommen können. Na, vielen Dank. Ich könnte schon seit einer Woche unter der Erde sein. Ist doch wahr. Cleaners in bathroom closet to create tank cleaner, then pour into the embalming pump. Cleaners in bathroom closet. Okay, jetzt endlich schlägt die Stunde vom großen Eumel. Da ist der große Eumel. Ah, das ist nur die Basis. Ja klar, deswegen heißt sie auch mixen. Okay. Das ist alles schlimm, ne? Sie ist... Ich nehme an, sie soll eine Leiche sein, aber sie hat Klamotten an. Also könnte es auch unsere Mutter sein. Also ich denke aus irgendeinem Grund ständig, es geht um die Mutter, weil die Person ja häufig aufgetaucht ist. The year of arrival of the house of death, the birth of its creator, the full number shall be 6. Aber es sind doch nur 5 Leichen, dachte ich. Ich bin nicht die Letzte. Ja, okay. 1870. Ja, kann ich aber nicht mitnehmen, okay. So, da haben wir uns den Cleaner jetzt zusammengemixt. Man weiß nie, wenn eine Tür aufgeht, ob der jetzt gleich Karten spielt mit seinen Organen, ob er seine Milz an den Teufel verwettet hat.
alles safe. Okay, Moisturizer. Schön einem nochmal das Gesicht abwischen. Jetzt ist ein guter Moment für einen Jumpscare gekommen. Alright. Okay. Ich habe richtig die Entwickler dahinter gespürt, wie sie so... Mach den Jumpscare, mach ihn jetzt, mach das Auge auf. Mach einmal kurz ein Grinsen, mach was. Nein, 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 wir lassen ihn erstmal im Ungewissen. Ist gut, wenn es beim ersten Mal nicht passiert. Wir haben doch noch das Klopfen an den Fenstern. Okay, ich würde sagen, der Typ ist durch. Jetzt verbrenne ich ihn, oder? Die ganze Arbeit für nix. Oh, to Cold Storage. Ja, direkt da, wo die Bitcoins sind. Da werde ich ihn hinbringen. Oh, ich bin betrunken? Ich wusste nicht, dass ich an dem Balsam hier nicht lecken darf. Der ist richtig beweglich, ne? Der wabbelt so ein bisschen. Der wird doch sonst zu warm. Nehmen wir dich? Hat die gerade geblinzelt? Nee, ne? Hast du das gesehen? Okay, der ist zu. Das ist gut. Oder hat einer hier eine Leiche gemopst? Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt die nächste Leiche. Und auch bei ihr tut es mir ein bisschen leid, dass sie... Oh, die wurde schon bearbeitet, oder wie? Das sieht so aus, als hätte die schon jemand... Hier ist doch auch noch was. Hast du das? Ah, okay, beides. Ja, sehr gut. Das sieht wirklich komisch aus, ne? Warum haben die alle irgendwelche seltsamen Krankheiten? Also, ich meine, so komische Ausschläge und alles. Oh, die Beine sehen aber auch komisch dunkel aus, oder? Hat sich da das Blut angesetzt? Das könnte sein. Tja. Also Ekzeme, Blutergüsse, ganz viele komische Sachen. Ich würde gerne wissen, woran sie gestorben ist. Ach so, ich bin ja wahrscheinlich der es rausfinden muss, oder? Ich weiß es nicht. Ey, danke für die netten Abos hier gerade von Miata, Dax, Sanguvora, 501 Legion, Nicola, hallo. Rocket Beans hat mich geradet in dieser Minute. Ey, Leute, das ist ja geil. Ihr seid hier gerade bei mir. Wir spielen Mortuary Assistant. Es ist nicht das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ihr denkt. Die ist schon längst tot. Und ich habe einen Job. Außerdem bin ich auch eine Frau. Guck, alles safe, alles okay, alles jugendfrei. So, und der Chat sagt mir, ich habe meinen Kopf vergessen. Das ist ein ständiger Zustand für mich. Aber hier sehen wir auch wieder diese ganz komischen Ausschlag. Als hätten wir irgendwie, als hätten wir Ratten da drüben oder irgendwie Würmer. Als wäre da irgendwas mit der Kühlkammer nicht in Ordnung. Das ist doch nicht, das ist doch ungewöhnlich, oder? Dass zwei Leichen direkt nebeneinander diese komischen angefressenen Löcher haben? Ich sag's euch, wir haben da jemanden, der ab und zu mal sich ein bisschen was gönnt. Irgendwo hier ist irgendwas Leckeres, irgendeine Ratte, irgendwas. Ja. So, ich glaube, wir haben sie jetzt. Für alle, die jetzt gerade reingekommen sind, ich erkläre es euch gerne. Jetzt werden wir hier langweilige Arbeit tun. Aber die geht schnell. Man muss das aber nur anklicken. Was? Geht das nicht? Ich weiß gerade nicht, warum. Den haben wir.
den haben wir. Ja, okay. Entry 2 müsste ich eigentlich jetzt hier eintragen können. Ja, geht auch. Die denken, die können mich täuschen, indem sie hier linkes Bein haben und dann ist das linke Bein aber hier oben. Ja, denken die, die können es mit mir machen. Da, der Rash, der ist auf jeden Fall sehr seltsam, finde ich. Das haben wir alles, ne? Okay, so. Age 29. Idalia Hughes. Oh, jetzt kommt der Welt langsamster Drucker zum Einsatz. Das ist auch so geil. Ich habe ja diese lange epische Erklärung gemacht, was mit mir passiert ist, als ich im Zug war. Ich war ja in meiner Heimat, unter anderem, weil ich zu einem Gericht musste als Zeuge. Das wurde dann verschoben, habe ich alles schon gesagt. Und ey, und jetzt will ich den, das, der nächste Termin ist während der Gamescom. Und ich wollte nichts anderes als den absagen. Und es geht nicht, weil ich es mit einem Fax schicken muss. Bedingungslos. Es muss das Fax sein. Niemand hat einen Fax. Alter, die Tür hinten. Nee. Die ist ja offen. Zu. Nichts drin, war nur der Wind, weil ich natürlich hier die Tür... Jetzt ist sie wieder zu. Oh mein Gott. Ah! Ich habe einen Zettel. Und ich weiß, wie man ihn benutzt. Ich weiß nicht, wie man ihn benutzt. Gehe ich nochmal durch. Gehe ich einfach nochmal durch. So, und jetzt mache ich auch wieder auf. Geht nicht mehr. Scheiße. Warte, ich kann das als E-Mail via Fax. Ich schicke eine E-Mail, dann wird es als Fax. Jeder hat ein Fax online, sogar bei jedem Mail-Anbieter. Krass. Also ich könnte über web.de könnte ich einen Fax verschicken? Das ist ja völlig irre. Danke für den Tipp. Das hätte ich nie gedacht. Das ändert alles. Okay. Sie ist unser nächster Auftrag. Wir haben hier unser Clipboard. Hier stehen die Aufgaben drin. Als erstes müssen wir sie checken. Das haben wir ja. Oh, haben wir ja schon gemacht, ne? Jetzt gehen wir zum Drucker, holen das Papier. Das haben wir auch gemacht. Ach, genau. Und jetzt müssen wir diesen Report müssen wir drüben hinlegen. Und dann geht's los. Okay, der Needle Injector ist wieder da. Das ist das Ding hier. Und das sind Nadeln. Und damit nähe ich ihren Mund zu. Und ich hoffe, sie lässt es mich machen. Also, ich muss mal gerade nachfragen. Vielleicht kennt sich einer von euch aus. Also, man tackert diese Drähte in den Ober- und Unterkiefer. Und dann kann man die irgendwie noch so an der Seite, es sah jetzt hier so aus, kann man die so zusammendrehen, oder? Und dann ist das Maul einfach zu. Puh. Harter Shit, ey. Da, das wollte ich haben. Nee, Mr. Match nur. Das wollte ich haben. Eye Caps. Ah, nee. Oink! Oink! Guckt's euch an. Einfach nur so ein halber Golfball. So geriffelt. Ob man sich dafür dann noch andere nehmen kann? Also, wenn ich jetzt welche will mit so einem Umbrella-Logo, wenn ich das in meinen Alright. Willen schreibe? Okay, hier ist irgendein Fehler, ne? What? Das ist nicht meine Wohnung. Das klingt eher so ein bisschen jetzt wie Dangerfoot oder wie das heißt.
Yo, I thought you'd be hiding in Billy's place. Your dad being a total fucking loser. We're heading down to the beach in just a sec. Grab your kit and get down here. Party's gonna start without you. Es sieht aus, als wäre hier die Party schon längst am Laufen. Das ist aber, die Spritze ist aber nicht zum Einbalsamieren. Und das weiße Mehl da? Ja, Heroin-Kit. Okay, jetzt braucht man sich überhaupt keine Fragen mehr stellen. Ob das nicht vielleicht irgendwas Schlimmeres ist? Ach, da ist ja auch der Uri Geller-Löffel. Ich dachte, das wäre Uri Gellers Wohnung. Habe ich gar nicht gedacht. Ob Uri Geller vielleicht einfach heroinsüchtig ist und damit das keiner merkt, hat er sich diese Löffelverbiege-Geschichte ausgedacht. Vielleicht ist das der wahre Zauber. Da kommt die Magic her. Oh, jetzt nicht hier! Noch. Gerade gestern aufgeräumt. You did this to me. It's all your fault. Okay, sie hat ein schlechtes Gewissen, offensichtlich. Irgendwas ist passiert, sie war Junkie, irgendwas war mit jemand anderem, der ist dann gestorben. Sie gibt sich als Überlebender die Schuld. So, jetzt wird nochmal gemixt. Nein, oh, okay. Da. Ach komm, ey, immer dieses Halten. Na gut, ich habe ja auch viel, aber eigentlich habe ich nicht so viel. Aber das Ding muss auch rein. Ist ein bisschen doof, dass man in den Händen was hat. Aber eben, wenn man in den Taschen noch Platz hätte, reicht das nicht, weil bestimmte Dinge kann sie nur in der Hand halten. Weil sie eine schwache Frau ist, die nicht viel halten kann, am wenigsten die Klappe. Nein, diesen Gag hätte ich gemacht, wären wir noch 2001 und ich ein sexistisches Dreckschwein. Aber das bin ich nicht, deswegen habe ich euch jetzt davor bewahrt. Methanol! Wenn das so weitergeht, brauche ich Ethanol. So, nehmen wir auch. Rein damit! Und natürlich noch ein Schläuchelchen. Ey, wie höchst professionell ich das mittlerweile mache. Ich brauche noch nicht mal mehr in meine Liste gucken. Ah, nee, doch, ich brauche den Skalpell. Sag mal, ist euch auch aufgefallen, jetzt mal ernsthaft, mir gehen die Skalpelle aus. Okay, dann ist ja gut. Dann habe ich den jetzt in der Tasche. Hast du ein Skalpell in der Tasche oder blutest du einfach nur so? I can't use that here. Aber da war doch hier, ne? Hier ist doch die... Da! Der Simon, er braucht noch nicht mal mehr ein Tutorial. Aber seht ihr, jetzt ist der Skalpell weg. Das ist schon komisch. I'm missing something. Ne, Moment. Nee. Setting I'm Needles nicht. Nein. Okay, ich weiß was. Stimmt, das waren diese Klammern. Ja, oder? Arterien, Scherien. Mit all dem Blut kann man seinen Job gar nicht genießen. Oh, ich mach mal ein bisschen leiser. Ich merke, es ist sehr laut hier eingestellt. Sag Bescheid, wenn es zu leise ist. Blut raus, dann haben die Arterien Ferien. Der Rapfensens. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid wirklich nachts. Warum wird sowas auch nachts gemacht? Gut, gestorben wird immer. Aber... Und dann macht ihr diesen Schnitt, führt diese Dinge ein und dann brummt diese Maschine nachts, während hier rechts
das Wasser ans Fenster klatscht. Da kannst du doch nur wahnsinnig werden. Das kannst du 5 Jahre machen, danach bist du durch. Würde ich jetzt behaupten. Oh, okay. Dann das IV-Bag mit dem... Wo waren die IV-Bags da? Vorher aber das noch weg. Wieder zu. Die Tür. Zu ist die Tür. Und jetzt reinigen. Ne? I can't use that here. That's not it. Doch. Ich behaupte doch. Fill an empty IV with captivity fluid and insert troca. Das war's wieder. Okay. Das Ding hier. Eine der fiesesten Geschichten, finde ich. Das sind gute Fragen von Ink Tissue. Läuft das wirklich so in der Gerichtsmedizin oder ist das jemandens Hobbykeller? Vielleicht kommt am Ende auch raus, dass alle diese Leichen vom Leichenbestatter selbst zu selbigen gemacht wurden. Das halte ich immer noch für eine gute Möglichkeit. There we go. Puh. Okay. Ich gucke trotzdem nochmal, aber eigentlich, das haben wir jetzt. Genau, jetzt kommt nämlich das Saubermachen. So, wo ist der große Eimer? Habe ich den schon ganz leer gemacht? Eine Leiche schon. Reicht dafür. Shit. Das kriege ich jetzt erst mit. Da ist ja gar nichts mehr. Ich erwarte immer hinter jeder Tür den absolut schlimmsten Jumpscare. Aber das wäre zu einfach. So, jetzt haben wir wieder Reinigungsmittel gemacht für die Pumpe. Na komm. Gut. So, Augen auf beim Autokauf. Right. Nee. So, offensichtlich haben wir sehr viele Bestatter im Chat. Das ist scheinbar der Job, der einem angeboten wird, wenn du diesen Berufsberatungscomputer benutzt. Bei mir kam, glaube ich, Tierpfleger oder sowas raus. Oder natürlich ganz langweilige Steuerberater, irgendwelche dämlichen Berufe, wo ich ganz sicher nicht gut drin wäre. Aber ich weiß noch, es kam irgendwas mit Tierpfleger, wäre auch eine Möglichkeit. Möchten Sie Kacke wegschaufeln? Das sieht aus wie eine Karriere, die Ihnen steht. Bei mir kam Rentner, ja. Wir alle sind Rentner, irgendwann. Außer natürlich alle, die jetzt geboren werden, die werden nie Rentner sein. Aber uns zahlen sie schön noch die Rente. Das wäre auch das Mindeste. Wir haben ja schließlich Sex gehabt, damit es euch gibt. Da könnt ihr auch mal schön uns 20, 25 Jahre lang, vielleicht 40, mit entsprechenden Medikamenten die Rente zahlen. Jetzt heul mal nicht so rum und geh Flaschen sammeln. Ach nee, kann ich direkt den nächsten mitnehmen. Back-to-back-Sezierung. Das ist manchmal ein bisschen doof. Also genau das, so dieses Abholen ist unnötig kompliziert irgendwie. Ja, das auch, ihr merkt es, ich kann es von hier nicht schieben. Das ist also zuschieben. Naja, oh, der freut sich aber, der hat auf jeden Fall ein paar gute Minuten noch. Das, ich weiß, ich habe eine Idee, wo der gestorben ist bei.
Glaubt ihr, dass eine der Leichen, die wir noch sehen werden, dass das vielleicht einer der Menschen ist, die sie scheinbar kannte, wie man aus dem Flashback sehen konnte? So, erstmal begutachten. Brieftasche, all diese Geschichten. Man will ja nichts vergessen. Oh. Ja, das solltest du mal notieren. Das ist doch offensichtlich wichtig. Hallo? Das ist doch irgendein krasses Geistersymbol. Ist es jetzt weg? Nee. Die haben die Haut ganz gut hingekriegt. Die Haut sieht wirklich so aus, als hätte sie so mehrere Ebenen. Da dampft es. Ein sogenanntes Raucherbein. Das vaped. Ei, das war ein krasser Kampf und er hat ihn auf jeden Fall verloren. Jetzt habe ich doch, glaube ich, sogar schon alles. Das ging sehr schnell. Gucken wir mal, ob ich wirklich alles habe. 4 von 6. Okay, nee, habe ich noch was verpasst. Ist natürlich interessant, wenn man nachdenkt, dass die ja gar nicht wissen können, was da ist. Sonst müsste man es ja nicht nochmal zählen. Aber damit kann ich leben. Stimmt, den Rücken haben wir vergessen. Ah, die Rückenpocken. Das sieht ja echt ekelhaft aus. Nicht zu empfehlen. Nee, du nicht. Das ist vor allen Dingen ein Knochenjob. Versucht ihr mal so ein 90-Kilo-Mann hin und her zu wuchten. Oder? Das ist doch nicht einfach. Okay, habe ich jetzt alles? Ich würde sagen, ja. Da ist doch irgendwas ist noch. 5 von 6. Kopf und Schulter könnten wir nochmal gucken. Ich meine, das ist doch die Schulter. Ah, ne, linke Schulter. Ja, muss ich die andere nochmal nehmen. Aber gucken wir erst nochmal den Kopf an. 80 Kilo schweren Kadaver bewegen mache ich täglich. Ja, Sturm, aber du hast natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass es deiner ist. Das ist immer, der eigene Kadaver bewegt sich immer leichter. Ja, der hat halt nichts. Was? Moment, was ist das hier? Okay, einfach nur ein Bug. Sehr komisch. Dann muss ich tatsächlich nochmal auf die andere Seite rollen. Irgendwas habe ich da übersehen. Ist doch gar nicht so schwer. Nee, da waren wir schon, ne? Habe ich auch alles? Okay. Da. Also, jetzt bin ich wirklich überfragt gerade. So viel gibt es hier doch nicht. Ich meine, was hast du denn schon? Du hast 5 mögliche Anknüpfpunkte. Ja, hier oben, ne? Okay, ich dachte, das macht sie automatisch, weil man kann es ja gar nicht angucken. Boah, guck ihn an, da hinten. Da hinten ist der Dödel. Der Eckendödel mit den roten Augen. Rebecca. Maul! Ich sehe überhaupt nichts. Ich muss jetzt arbeiten, Mama. Hör mal auf immer mit deinem Kram. Rebecca. Nein. Come over here. La 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 la. Come over here. Come over here. Okay, so, haben wir alles, ne? Keine Zeit, muss Rebecca drucken. Soll ich da hingehen oder nicht hingehen? Ich soll da nicht hingehen. Das wäre doch dumm, jetzt da hinzugehen. Okay, dann renne ich halt zu denen. Ich renne zu denen. Achtung, ich renne in die Ecke. Buka, 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 buka. Ja, das haben sie gesehen, hat Angst vor mir bekommen, die Sau. Mehr hat er nämlich nicht, außer seinen dämlichen roten Augen. Ein bisschen da. Oh, shit. Jumpscare. Doch nicht. Ah.
Ich danke den Entwicklern, dass sie so manchen Jumpscare sich gespart haben. Okay, starten wir den ganzen geilen Prozess ein weiteres Mal. Hier ist alles, was wir tun müssen. Wir knödeln ihm auch wieder hier die das Maul zu. I already have one of those. Aber bist du Rapper oder was? Also mittlerweile bin ich so gut, ich könnte, leg mir eine Leiche hin und ich mach die schnell. Also wenn einer von euch mal irgendwann abends einfach Bock hat, weiß ich nicht, Netflix zu Hause zu gucken, ist zufälligerweise jemand, der sowas macht. Ihr könnt mich anrufen. Ich livestream das einfach. Aber ich brauch keine Hilfe. Ich hab's verstanden. Da hängt noch so ein bisschen Draht im Mund. Okay. Okay. Moment, wir wollen nicht... Jetzt mixen wir die Flüssigkeit. Wir wollen jetzt mal einfach gar nicht nachgucken. Wir haben das nicht nötig. Okay, shit, irgendwas habe ich noch falsch gemacht. Ach klar, ich muss den Kram ja erst machen. Okay. Die Schläuche hier. I can't hold anything else. Ja. Die Fresse kannst du. So, da. Na komm, ich kann das ja noch nicht. Nee, jetzt habe ich auch wieder alles falsch gemacht. Da muss ich eigentlich aufschneiden. Ach, die Augen. Natürlich, da waren ja erst die Augen noch. Da. Cosplayer bis zum Schluss. Oink! Oink! Alright. Oh. Jetzt aber darf ich endlich den Kram mixen. That's not it. Nee, natürlich nicht. Da ist es ja. I can't hold anything else. Ey, das mit dem Halten macht mich wirklich, nervt mich ganz extrem. Weil es ist wirklich nicht nötig einfach. Es ist einfach nicht nötig, vor allen Dingen, weil sie dir immer dieses Clipboard... Also eigentlich hast du eine Hand. Dann kannst du also eigentlich nur einen Gegenstand nehmen. So. Das Ding noch ein wenig hiervon. Und natürlich, weil es die... bösen Geister vertreibt. Das Ding hier. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wann hier mal etwas kommt, was ich beschwören soll oder in irgendeiner Form den Geist austreiben soll. Bisher ist das eigentlich doch relativ menschlich alles. Ah! Ich habe es genau gesehen! Ich habe es genau gesehen, die dumme Sau! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Ich wollte die Tür zumachen. Hat nicht geklappt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ist das so? Soll das so sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Lass mich raten. Ich hab's mal wieder geschafft, ein Spiel zu brechen. Ich bin der Spielebrecher. Ich sehe nichts. Soll das so sein? Das soll so, okay. Ah, ich habe die Matchbox. Gute Idee, aber das wäre auch fies gewesen, weil die muss ich manuell einsammeln. Dann hätte ich die ja auch vergessen können. Pff. Aber es wäre schon sinnvoll, jetzt sie zu benutzen, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Tut mir nur einen Gefallen, sagt mir Bescheid, wenn das jetzt wirklich ein Bug ist. Danke, Ravenger. Danke, Comp und Xorcist und Gianna. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt abgestürzt ist. Soll ich vielleicht neu starten? Das ist doch nicht so gedacht. Ihr müsst mir das jetzt mal sagen. Ich sehe überhaupt nichts. Gar nichts. Ich würde neu starten, ja. Geil.
Hoffentlich hat er gespeichert, die Sau. Oh, natürlich nicht. Also, das Spiel hat schon verdammt viele Bugs, muss ich sagen. Das hätte ich gerne anders gesehen. Ah, seht ihr, deswegen. Ich kann da nicht draufklicken. Deswegen habe ich das vorhin nicht hingekriegt. Das machen wir jetzt ganz schnell. Da hat er nichts, oder? Da hat er nur das Symbol, was komischerweise keinen kümmert. There we go. Okay. So, was hätten wir? Können wir noch schnell eintragen. Das ist ja dann die dritte Schicht, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also ich meine nicht die dritte Schicht, die dritte Leiche für den ersten Tag der Schicht. Und dann habe ich wahrscheinlich weitere Schichten. Ich dachte, das wäre nur eine Schicht. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt. Weil da wären wir auch schon recht weit, ne? Aber wahrscheinlich sind wir noch überhaupt nicht weit. So. I already have one of those. Okay. Okay. Ich glaube auch, die morbide Faszination der meisten Leute kommt wirklich davon, dass sie wissen, dass sowas tatsächlich gemacht wird. Dass das nicht einfach nur irgendeine perverse Idee ist, sondern so läuft das halt. Ganz genau so. So, jetzt kommt die Augen, genau. Ich werde es versuchen, jetzt mal ohne Hilfe immer wieder zu machen. Rebecca! Nein, wir hatten das schon. Ich bin durch mit dir. Du bist tot, Mutter! Alright. Come over here. Nein! Ich will nicht! Rebecca! Nein! Why aren't you coming? Rebecca! Alter, jetzt halt doch mal die Backe! I already have one of Rebecca. Those. Rebecca! 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 Vielleicht hat sie mich ja nicht gehört. Ich frag noch mal. Der langweiligste Geist der Welt bist du. Denk dir doch mal wenigstens einen neuen Namen aus. Okay. Jetzt kommt der Skalpell. Rebecca! Ah, einen guten Bodenskalpell. Und die Schläuche. Rebecca! Blech. Das Ding auch noch. Rebecca! Rebecca, 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 so hörst du dich an. Okay. Ja. Rebecca. Nein, ein Reh wäre kein guter Bäcker. Hören Sie auf mit diesem Quatsch. Sie mit diesem Unfug. Rebecca. Come over here. Come over here. Ich kann dich leider nicht hören, wegen dem Geräusch von dem Gerät. Was?
Bleib da, okay. Rebecca. 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 Ich glaube, das könnte man... Ah! Das ist aber eben nicht passiert. Können Sie sich bitte hinten reinlegen? Okay. Können Sie mir bitte einen Topf voll Gold bringen? Knew it. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Rebecca! Rebecca! I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be you without you. Please, just... I love you. Somebody! Get me out of here! They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Stop it! Ach, endlich meine Pillen. Nee? Okay, schade. Kann ich eigentlich aufmachen? Nee. Ja, das sind halt die üblichen Flashback-Albtraum-Momente, mit denen uns wahrscheinlich der Geist versucht, in den Wahnsinn zu treiben. Ne, und hier ist der Anfang. Komisch, irgendwas habe ich jetzt gerade falsch gemacht. Gehe ich mal hier lang? Auch nicht. Nö, ich muss schon eigentlich hier lang. Aber da kam dann ja nichts mehr. Hier ist der freischwebende Sarg. Gesagt, getan, jetzt gehe ich weiter. Geht nicht auf. Ekelhaft. Ekelhafte Geräusche. Okay, das hier ist einfach nur... Oh, da war's. Okay, die Tür. Was ist das? Oh, geil. Der High-Risk-Wing. Und ein verschlossener Umschlag, der uns egal ist. Ach nee, da ist das. Da ist das. Rebecca! Rebecca! Oh, shit, okay. Ja. Ja. You should have died when you had the chance. Oh, im Hintergrund, seht ihr? Ja.
Also da hat jemand echte Verarbeitungsschwierigkeiten mit der Vergangenheit. Was? Was war? Oh, die haben wir alle, oder? Dich haben wir. Und einer fehlt. Das ist ärgerlich, die zählen doch nach. Den fällt denen doch voll auf, wenn da einer... Oh, okay. Der ist ja noch da, zum Glück. Okay. Mein Gott, da bist du mit der offenen Wunde einfach hier so rausgegangen. Ah, die Augen! Ich hab's genau gesehen, die Augen! Ah. Oh. So, ist der denn jetzt... Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ist der... Oh, jetzt ist das wieder. Moment, wir kümmern uns gleich um dich. Ach nee, ich muss zumachen, ne? An dem Punkt waren wir schon, okay. So, gucke ich mir erstmal diese ständig klappernde Tür an. Mann, der Wind hier aber ist auch ein Durchzug, sage ich euch. Der war gar nicht mehr. Oh, diesmal war es das, ne? Frederick Vincent. Die nerven einen alle die ganze Zeit, dabei will man doch nur in Ruhe arbeiten. Jetzt mal wirklich. Ah, jetzt kommt das. Nee. I can't use that here. Brauch ein IV-Bag. I can't hold anything else. Dann leg doch einfach das Ding weg. Jetzt brauche ich noch hier diesen Magenstumper. Da. Okay, ja, dann ist ja gut. Mmh, schön. Einmal so rein mit der Suppe. Ja. Sind das Haare oder Würmer? Ah, wir werden es nie erfahren. Bald sind es Würmer, ja. Ja. Danke an dieser Stelle auch an die Leute, die vorhin geradet haben und alles, als ich noch gar nicht die Möglichkeit hatte, als wir noch THQ angeguckt haben. Danke an alle. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht enttäuscht, wenn ich euren Namen nicht genannt habe. Aber vielen Dank. Auch an Grantiger Opa, der 50 Abos oder so rausgehauen hat. Völliger Wahnsinn, der Mann. Ein wahnsinniger Grantiger Opa. Ein wahnsinnig cooler, grantiger, wahnsinniger Opa. Okay, das haben wir jetzt. Was muss ich denn noch? Jetzt nur noch das Ding reinigen. Ja, machen wir das erstmal. Moment, das geht jetzt, oder? Müsste jetzt gehen. Ja. Ich sag's euch, allein das hier, das Kreuz ist, ja, das ist eindeutig jemand, der hier gestorben ist. Und ich glaube, es ist unsere Mutter. Wer soll's sonst sein? Also der hat aber auch eine komische Farbe, oder? Oben so weiß. Wenn ich jetzt so eine Pantone-Palette hätte, das ist doch eine ganz andere Farbe abseits des Schrittes als da oben. Ist das normal bei Leichen oder liegt es jetzt eher daran, dass er einfach... Vielleicht hat er einfach nur Leg Day. Beim Sonnen war jeden Tag Leg Day. Ich verstehe es nicht. Oder er hat sich immer nur oben eingecremt. Ja, das könnte ich verstehen. Was war denn das jetzt? Das habt ihr auch gesehen, ne? Da war schon wieder sowas. Nicht die Augen. Alright. Okay, geil. So, mein Freund, jetzt geht's wieder zurück in den Kühlschrank. Du ha! Da steht der Affe die ganze Zeit nur dumm rum hier.
hassenswert, ein hassenswerter Mensch. Allein das, ne? Mir die ganze Zeit beim Arbeiten zugucken, nicht helfen. Kein Wunder, dass du tot bist. Oh, ich glaube, ich bin endlich mit dieser Schicht zu Ende. Die erste Nachtschicht. Schön alles zu, kostet so viel Energie. Wir heizen ja schließlich nicht die Räume, ne? Ich meine, wir kühlen nicht die Räume. Da stand er. So ein dreckiger Mistgang. Den kann man sich komplett sparen, diesen Gang. Ja, mehr ist ja gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt habe ich's. Sagt der Computer noch irgendwas Relevantes? Nö, haben wir. Alle drei haben wir. Dann gehen wir jetzt weg. Wir haben auch wirklich genug gemacht. Tür knallt zu. Nee, doch nicht. Tür geht nicht auf. Nee, doch nicht. Ich verlasse den Raum, obwohl Tür noch auf und Licht an ist. Ist dem Spiel egal. Okay, gut. Nö. Ach, ich habe ja auch meinen Schlüssel gar nicht. Man könnte auch mal wieder gucken. Ja, das machen wir noch einmal. Ich werde gleich nochmal gucken, was ich machen kann. Aber scheinbar müssen wir hier auch nochmal ein bisschen rumbrennen. Das ging schnell, ne? Hier ist eindeutig eine gewisse Aktivität zu verzeichnen. Einfach komplett verbrannt, das Ding. Und muss das, ich nehme an, ich muss das machen, damit das so gereinigt wird. Vielleicht mache ich ja gerade was richtig. So, jetzt haben wir sie alle. Okay, hier. Ah, da vorne. Ich sehe es genau, wie die da rumsitzt, ne, in der Ecke. Ich sehe sie, Lady. Sie sind nicht besonders sneaky. Sie, aus ihnen wird kein Solid Snake mehr. Was mache ich denn jetzt mit der? Ich habe doch das Feuerding. Deswegen war die auch da, ne? Weil es hier direkt gebrannt ist. Oh, schon ein bisschen ekelhaft. Schon ein bisschen ekelhaft, so um die Ecke. Wie sie sich so um die Ecke wieselt. Ekelhafte Sache. So, was kann ich denn machen? Also, was wissen wir denn? Was ist das hier nochmal? Also, das steht für die Dämonen, für die Einzelnen. Aber, ich meine, überhaupt keine Ahnung. Ich mache das jetzt mal aus Spaß. Nee. Was ist das da oben eigentlich? Nix, okay. Muss man doch wieder rauskriegen. Ah, okay. Ich kann das austauschen, ne? Okay. Also, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe das mir ja alles schon durchgeguckt. Was ist das eigentlich? War das vorher auch schon drin? Oh, das sind die... Nee, das sind nur Geschichten über Satan, die wahrscheinlich auch wichtig sind, aber jetzt im Moment wahrscheinlich nicht. Okay, hier war nix. Computer war auch nix. Die Kassetten kann ich mir natürlich nochmal anhören, aber an dem Punkt war ich noch gar nicht. The demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front. Oh, nein. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Also erstmal fällt mir auf, dass hier diese Vase wieder wegsteht. Offensichtlich, wer auch immer hier ist, räumt gerne auf.
Es muss also eine Frau sein. Oh, Entschuldigung, kleiner Witz, ey. Okay. Das gibt's doch nicht. Soll das so sein? Ach, das sind die... Das ist der Wahnsinn, ne, der sich manifestiert langsam. Ich tauche plötzlich an anderen Orten auf. Okay, was ich ja eigentlich suche, sind die Zettel, die ich vorhin eingesammelt habe. Die habe ich eigentlich in der Hand gehabt und dann habe ich sie hier irgendwo hingelegt, weil natürlich wieder kein Platz war. Rebecca, it's me. It's your grandma. I need you to let me in, sweetie. Nope. Nö. Keine Lust. Tut mir leid. Nö. Ich fand dich nie toll. Ich konnte dich nie leiden. Also, ja, wo ist denn hier was für meine Oma? Wie kann ich denn hier meine Oma aussuchen? I can't use that here. I can't use that here. Okay, also was ich weiß ist, dass die Trulla aufgetaucht ist, als ich den dickeren, den mit den braunen Beinen, als ich den obduziert habe, ab da ist es richtig schlimm geworden. Puh, schlimm, schlimm, schlimm. Aber ich weiß gerade nicht genau, was das jetzt bedeutet. Für mich, meine ich. Und wie, ich weiß immer noch nicht, wie das hier funktioniert. Warum weiß ich das nicht? Das muss doch eigentlich erklärt werden. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Also ich glaube, ich weiß, um welchen es geht. Aber das zum Beispiel, soll das eine Nummer sein hier? Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe hier, die 5 mit einem Strich nach unten. Oder was soll das sein? Ja, irgendein Dude ohne Arm und Beine. Aber wie soll ich denn jetzt die anderen rausfinden? Ich würde sagen, überall da. Ah, the sigil hast du revealed. Ja, ja, okay. Das eine Mal war hier. Jetzt verstehe ich's. Ja, ja. Okay. Ihr habt recht, auf dem Arm war auch ein Symbol von dem einen. Habe ich ja die ganze Zeit mich schon gewundert, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken, erstmal alle drei angucken. Das mit dem Arm, war das hier irgendwo? Moment, das könnte, nee. Ich guck gleich nochmal, aber nee, das war nichts davon. Echt schwierig. Nee, ist echt zu schwierig gerade, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber immerhin ist das hier theoretisch möglich, ne? Arzel. Ups, nee, ich wollte ja noch zurück. Shit, ich muss mir wirklich den Typen nochmal genauer angucken. Die sehen alle so gleich aus. Aber interessant, ich habe nur dieses eine Symbol. Also in dem, es kann schon mal nichts von Desolation sein. Ah, ich Idiot. Geh doch einfach zurück. Im Gang zum Leichenraum hat es noch gebrannt. Ja, ich gucke mir das auch gleich an. Keine Sorge.
Wollte kurz gucken, ob irgendwo diese 9. Hier ist die 9. Hier ist die 9. Ich nenne sie einfach mal so. Ich will nur gucken, weil dann wäre schon mal klar, es ist das House of Invidious. Hier. Da ist auch die 9. Scheiße, okay. Also es kann auch das hier sein. Okay, dann gucken wir jetzt mal uns das Symbol an auf der Leiche. Jetzt habe ich das auch verstanden. Vorher war es halt so, naja, I see it when I get there. Und hier, ne, müsste eigentlich ja auch was sein. Hier hat doch auch direkt was gebrannt. Hier, hier steht. Das machst du doch absichtlich. War hier nicht auch was? Also erkennen kann ich hier jedenfalls nichts. Mich ärgert wirklich, dass ich... Ich suche ihn nochmal. Dass ich diesen komischen Zettel und den Stift nicht mehr habe. Ich meine, der muss ja irgendwo eigentlich liegen, wenn ich ihn am Boden hingelegt habe. Aber gut. Vielleicht hätte ich ihn einfach smarter weglegen sollen. Mein Gott, die hat es überall gebrannt, ne? Überall hat sie gebrannt. Hier, das Ding hat die ganze Zeit... ist aufgegangen und zugegangen. Ah, okay, das war auch seine Tür. Na, wobei, da habe ich ihn hingesteckt. Muss vielleicht gar nichts heißen. Okay, ich will trotzdem nochmal den Arm angucken. Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Mist nochmal machen. Oder kann ich mir den hier auch angucken? Shit, na, ich muss den echt nochmal rüber transportieren. Na, wir sind noch nicht fertig mit dir. Das ist ein Mimik, oder? So. Ja, ich habe keins gesehen, was so aussah, aber es muss ja sein. Drei Kreise und ein Dreieck in der Mitte. Habe ich die Zettel in einem der Körper gelassen. Egal. Drei Kreise und ein Dings in der Mitte. Nichts davon. Das sieht aus wie eine Bong. Hier mit dem, ne, mit den beiden Löchern. So, also. Warum finde ich das jetzt hier nirgendwo? Also House of Immolation ist schon mal nicht. House of Invidious? Ist es auch nicht. Das ist ja komisch. Ist das am Ende überhaupt nichts, was hiermit zu tun hängt? Mit zu tun hat? Vielleicht. So, ich gucke mir gleich auch nochmal im PC die erste Seite an, da die. Nee, ne? Das gibt's. Oh. Muss ich nochmal ganz genau durchgucken. Full understanding, integral, but it may still be used. Quarter letting. Ach so, nee. Ja, die habe ich jetzt mittlerweile alle gesehen. Den Shadow Man habe ich gesehen und der Mimic. Und die Woman in White. Ja, im Grunde unsere Oma, ne? Eigentlich habe ich alles gesehen jetzt hier. Lass mich gerade mal gucken, was ihr schreibt. Also wenn das Papier vollständig verbrennt, dann erscheint irgendwo in der Nähe eines der Dämonenzeichen. Das habe ich jetzt mit dieser Schublade rausgekriegt, ja. Aber... dieses komische Symbol von dem Typen hat jetzt wirklich überhaupt gar keinen... Ah, da! The vessel it is occupying may form markings. Okay, jetzt verstehe ich. Das ist also die... das Zeichen, dass es diese eine Leiche ist. Okay.
Und da waren auch die Augen. Alright. This working? Yeah. This thing is huge. So, I guess, this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Okay. There it is. Bei mir waren das natürlich jetzt die Augen, aber ist ja egal, ist auf jeden Fall der Körper, den habe ich. So, wir schauen jetzt erst nochmal danach, ihr habt ja völlig recht, ne? Wo eben der Eckendödel war. Aber es passiert einfach nichts. I can't use that here. Das ist das Problem, was ich damit habe. Ich verstehe nicht ganz, wann die Dinger da bleiben für mich, um sie später so abzugrasen mit diesem Zettel. Oder muss ich jetzt einfach so lange rumlaufen, bis was passiert? Also wahrscheinlich jetzt. Das ist dein Highlight des Tages, mir hier ein bisschen die Tür auf und zu machen. Ernsthaft? Hast du nichts Besseres zu tun? Wie geil. Okay. Ja. Also ich kann hier nichts erkennen. Guck mal kurz auf den anderen Bildschirm. Vielleicht so? Auch nicht. Also das ist jetzt irgendwie komisch, oder? Was mache ich jetzt eigentlich mit meinen 52.000 Kanalpunkten? Keine Sorge, ich werde demnächst mir mal Sachen überlegen, die wir mit den Kanalpunkten machen. Ich habe hab das ein bisschen vergessen. Bisschen schleifen lassen. Wie so vieles, aber auch das wird irgendwann wieder richtig gut. Das war halt zu Elden Ring, hat sich halt sehr gut angeboten, da immer kleine Wetten zu machen. Und dann habe ich es ein bisschen vergessen, weil ich nicht wusste, was ich hier jetzt zum Beispiel als Wette machen sollte. Okay, ich hole mir noch so Zettel, aber ich verstehe die Logik noch nicht. Ich meine, er verbrennt. Was soll ich denn noch mehr wissen als das? Und jetzt verbrennt er wieder nicht, ne? Okay. Nee, lieber Feueropal, die Zeichen sind an den Leichen nur dann, um zu bezeichnen, dass das quasi die besessene Leiche ist, aber nicht, das sind nicht die Zeichen, die ich suche, leider. Aber also natürlich hilft es, um dann rauszukriegen, welche Leiche die wichtige ist. Ist da jemand vorne? Nee, es sah gerade so aus. Okay, was ist hier? Ach ja, die Sicherung, ne? Ja. Die guten alten Sicherungen. Ach ja, das Bild ist auch mittlerweile weg. Ich meine, man weiß ja auch nicht, ob man es vielleicht irgendwie im Dunkeln nur sieht oder so, aber es sieht nicht so aus. Ja, vielleicht ist ja auch hier irgendwo ein Siegel. Ich meine, das war jetzt halt wirklich auch schon bei der direkt in der Schublade. Also das ist auch schon ungewöhnlich. Da kann man eigentlich alles durchsuchen einmal. Okay. Ich glaube fast, das war irgendwie ein falscher... Ach, shit! Ja, Mann, ey. Der alte Day of the Tentacle-Trick, ne? Okay, also. Was ist denn das? Ein Doppel-T. Okay, ein Doppel-T. Mir soll es recht sein. Wir haben das Ding und wir haben Doppel-T.
Da, das sind sie. Es ist diese belastende Atmosphäre. Oh, das ist es. Doppel-T. Es ist Kovos. Hundertprozentig. Es gibt nicht viele Neuner. Und es gibt nur einen mit Doppel-T. Ich gucke trotzdem nochmal. Ach, ey, Simon, sei doch einmal weniger dumm. Aber ich mache mal gerade einen Screenshot davon. Einfach nur, damit ich das. Ein Screenshot, ne? Er fotografiert sein Bildschirm und nennt es Screenshot. Ich guck gleich nochmal. Ach, Simon. Guck gleich nochmal, ob nicht vielleicht, dass da rechts auch noch welche hatte. Nee. Oh oh. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Scheiße, Teduk. Telduk hat auch so ein Doppel-T. La 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 la. La 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 la, alles egal, ich bin ganz allein in einem urlangen Raum. Es ist das, die wollen euch das Ding anmachen. Oh, zu viel Angst. Oh. Oh. Gehe ich von hinten. Und willst du weiter gruselig sein, dann komme ich halt von hinten rein. Seht ihr? War nämlich gar nicht so weit. Eine Lügerei hier. Alter, das Spiel ist doch... Also zumindest hat es eine sehr düstere, dichte Atmosphäre. Das muss man wirklich dem Spiel lassen. Sein Item-Management ist furchtbar. Okay, also wir haben diese beiden. Telduk. Merken wir uns kurz mal. Ne, ich habe ja beide fotografiert. Geil. Also... Es ist Kovos oder Telduk. Und das ist überhaupt nicht zu sagen, was jetzt irgendwie, warum das eine... Es könnte beides sein. Ich brauche einfach noch mindestens ein weiteres Item. Einen weiteren... eine Glyphe. Ah, oh, wie furchtbar. Wie furchtbar. Wieder so nach unten. Glück, 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 Glück. Jemand meinte, das hier wäre auch ein Zeichen. Ist das ein Zeichen? Da auf der Tasse? Weiß nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Wenn es so ein gutes Zeichen wäre, dann wäre das, glaube ich, sichtbarer. Kurz mal gucken. Nee, sowas gibt es hier nicht. Ist ja was. Ein Rollstuhl. Ja, das ist der Rollstuhl. Es ist Telduk. Es ist Telduk. Okay. Okay. Hier bleibt die 9. Da kommt das Ding tatsächlich hin.
da ist... Oh Mann, ich hab's schon richtig gemacht. Was? Habe ich den gerade schon richtig gemacht? Krass. Der war schon richtig. Muss platzieren. Hä? Nee? Erzähl mir doch nichts. Da ist der Rollstuhl. Rollstuhl nach links. Ist es gerade leer? Nee. Da ist der... Das ist gar nicht der Rollstuhl. Das ist der Rollstuhl. Und links war die Bong. Okay. Ja. Nicht? Aber ist das nicht richtig? At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity nee. Is a delicate balance. Deswegen, ich hab das Falsche. The more time you have. Ich hab das Falsche, okay. The more the demon will make itself known, allowing you the information against its name. Das. Und der Rollstuhl. Okay, Kovos ist es, verdammt. Es ist doch Kovos. Okay. Das Ding, Moment. Da kommt die 9 hin. Das kann ich jetzt so nicht austauschen. Okay, da kommt die 9 hin. Oben kommt der... Rollstuhl hin, der... Oh, okay. Links kommt hier so ein Wirbler. Und T ist unten. T, Rollstuhl, 9, Wirbler. Jetzt aber, das ist es jetzt aber wirklich. Was? Oh, was willst du denn jetzt noch? Ein Kreis und eine 7 mit einem Zwirbler. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht... Ich bin doch nicht so doof, ey. Das stimmt alles. Was ist denn jetzt falsch? Ich muss scheinbar den Falschen genommen haben. Aber das ist schon Kovos. Kovos, die 9 war da, das T, das Ding. Ich brauche doch nicht alle 4, oder? Okay, ich muss mir nochmal das Band 3 anhören. Irgendwas habe ich noch falsch gemacht. Moment, you, okay. You, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. Ach, ihr sagt es mir gerade. In den Ofen soll ich den schieben, den Kollegen. Ich dachte, ihr meint die ganze Zeit, dass... Mark ist für den Ofen, das ist falsch. Das ist quasi, kannst du wegwerfen, dachte ich, meint ihr. Puh. Are you sure? Also daran liegt's nicht. An den Sicherungen liegt's nicht. Aber ich muss ja erst richtig ranschieben. Mann, dieses Spiel ist sperrig. Schnell, verbrenn die Sau! Endlich ist er gleichmäßig braun. Das ist alles so weird. Puh, Leute, Alter. Da geht einem ja ein bisschen der Kackstift.
Schön weggesaugt. Ab in den Kamin. Aus dem wird man ein guter Weihnachtsmann. There you are. Good. Is it over? It's never over. But you survived. What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again, no matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless, holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it, or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone, but choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. So I'm offering you a different kind of job. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. Okay, das ist krass. Das war jetzt die erste Schicht. Ach, es gibt 5 Enden? Jetzt verstehe ich. Okay, und man kann das dann immer wieder machen, oder was? Das ist ja interessant. Okay, ich dachte, dass das jetzt noch weitergeht. Das war ja jetzt, war das jetzt die Story oder was? Ach so, okay, es gibt 5 Enden. Okay, Leute. Ja, was halte ich davon? Also es ist natürlich schwer jetzt was zu sagen, wenn ich gleichzeitig noch so wenig gesehen habe. Aber ich glaube, es ist ja ein Spiel, was von einer Person ist. Ich glaube, so viel wird nicht mehr passieren, außer, also so viel wird nicht mehr passieren in dieser Ebene. Was passieren wird, ist, glaube ich, dass man... diese Texte, dass man noch mehr Flashbacks über die Vergangenheit der Person, der Hauptfigur erfährt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass man nach und nach mit allen 5 Enden alles weiß, was es zu wissen gibt. Wahrscheinlich ist am Ende der Typ selbst irgendwie wichtig. Wollen wir noch eine machen? Wollen wir noch eine machen? Komm, eine machen wir noch. Eine schnelle machen wir noch. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich die auch zu Ende spiele. Es hängt ein bisschen davon ab, wie lange das jetzt geht. Und wenn es dann nochmal abstürzt, würde ich wahrscheinlich heute Schluss machen. Aber eigentlich würde ich jetzt auch noch eine Runde spielen. Das ist ja sonst gar nichts. Auf einer Leiche kann man nicht stehen. Okay. Immer noch Schlüssel? Where are my keys? Du hast sie immer da. Immer an derselben Stelle. So, jetzt machen wir einen Speedrun hier. Leichen-Speedrun. Ich dachte vor allen Dingen auch, man muss die auch sezieren. Ich dachte, man muss so ein bisschen vielleicht die Todesursache rausfinden oder so. Aber man muss ja immer denselben Ablauf machen. Was zwar schön ist, weil man irgendwann dran gewöhnt ist und sich auf den eigentlichen Ablauf, nämlich die Geister und die Monster
konzentrieren kann, aber ich hätte schon noch ein bisschen mehr Bock gehabt, so zu erfahren, woran die gestorben sind, was sie für einen Struggle hatten, vielleicht, dass die Leiche mit dir redet oder so. Also man kann auf jeden Fall ein bisschen was machen noch, aber für ein Spiel von einer Person ist das fantastisch. Also muss ich echt sagen, ist gut gemacht. Auch schön mit diesen Räumen und so, also die ist genau die richtige Anzahl von Räumen, die man braucht, und ich glaube schon, man kann es auch immer wieder spielen. So ein bisschen wie Phasmophobia alleine. So, finde raus, wer der Geist ist, was für ein Geist ist, und dann ja, treib ihn aus. Aber das darf man jetzt nicht mehr, ne? Nach dieser hier, Roe vs. Wade, darf man das nicht mehr. Geister austreiben. Tja, die Amis. Die machen sich's immer schwieriger als nötig. Okay, gut. Jetzt brauchen wir ja mittlerweile wirklich keine Hilfe mehr, ne? Wir wissen genau, wir klippen die Augen zu und wir machen danach dasselbe. Also, nein, wir klippen die Augen nicht zu, sondern die Augen kriegen so ein Eyecap drauf. Wie eine Badekappe, nur fürs Auge. Jetzt weiß er nicht, mit was er zuerst anfangen soll, ne? Ah, ne, ich muss ihn erstmal scannen. Oh, das geht nicht. Das ist ja hier der Fußtwitcher von vorhin aus dem Video. Ganz komisch. Ich kann gerade nichts mehr machen. Habe ich schon wieder einen Bug gefunden. Ich habe schon wieder einen Bug gefunden, Leute. Das ist wirklich krass. Ich kann hier, ich komme nicht mehr raus aus dem... Was, warum ich hier drin bin? Also auf jeden Fall habe ich kein Menü mehr. Vielleicht, wenn ich hier mal hin und zurück gehe. Ja, jetzt geht's wieder. Ein Spiel, ihn zu knechten. Jetzt geht das wieder nicht. Aber ich kann auch nicht rechtsklick meine Items benutzen. Also hier ist irgendwas... Ist sehr komisch. Ja, das Clipboard. Ne? Muss ich das besitzen? Muss ich das dabei haben? Oh Mann, ey. Ja, okay, komm. Das konnte jetzt keiner ahnen. Habt ihr es gehört? Ihr habt das voll gehört, oder? Ihr habt das voll gehört gerade. So wie ich auch. So, den Arm würde ich gerne nochmal abnudeln. Da. Okay. Stimmt, ich muss ja vorher alles machen. Ah, diese ganze Bürokratie. Ich habe denen doch gesagt, Leute, ich würde das so viel schneller machen, wenn ihr mich mal machen lassen würdet. Och, ich weiß ich doch jetzt nicht mehr. Da, ey. Natürlich, ich soll da erst hingehen. Nicht ohne meinen... Oh, Mann. Furchtbar. Furchtbar. 463654. 463654. 463654. 463654. 463654. 463654. Oh. Okay. Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Ach, haben wir das immer noch nicht gemacht? Okay, komm. Ein letztes Mal. Puh, nein. Oh, den haben wir doch. Ach, ich habe ihn nicht ausgedruckt. Oder ich habe ihn noch nicht mitgenommen, genau.
jetzt geht's los. Ah, die haben wir schon. Okay, wir haben ja eigentlich alles schon eben genommen, ne? Ktschisch. Ktschisch. Wie wenn man ein Zelt aufbaut. So ktschisch. Und schön so die Bolzen reinrammt. Ktschisch. There we go. Alright. Okay. Ich will's nicht wissen. Ich muss jetzt. Moment, den oberen Schmodder. Jetzt muss man das langsam aufmachen, ne? Ja, genau, okay. Da höre ich doch schon die Kasse drüben. Da ist doch schon wieder einer an der Kasse am Rumspielen. Was glauben die wohl, was es hier zu holen gibt? Außer schlimme Krankheiten, wenn du zu lange in die Wunde guckst. Nix kannst du hier kriegen. So. Eine Sache fehlt, aber ich habe vergessen, welche. Ach, der Reagent, genau. Der ja wichtig ist, um festzustellen am Ende, dass es ein Besessener ist. Also man muss das Ding drin haben, damit klar wird, der wird jetzt verfeuert. Der ist ab jetzt verbannt. So, jetzt brauchen wir ein Skalpell. Das geht dann auch ganz schnell. Ah, was vergessen. Scheiße. Das Scherchen. Wie der Herr, so die Schere. Sag mal, hast du dem jetzt hier die Schere neu gesteckt? Oder so ähnlich. Aber immerhin hat das bequem mit so einem kleinen Nackenkissen. Mal zugeschlossen wieder. So. Jetzt kommt der Part, den ich immer wieder vergesse. Moment. Jetzt nehme ich einen IV-Bag. Fülle den hier mit. Und dann hole ich noch hier den Magenbohrer. Und dann wird einmal Fett angesaugt. Es ist so ekelhaft. Also auch wenn man so sieht, wie Fett abgesaugt wird, wenn die da so in so eine Wunde reinstochern. Das ist für mich so unerklärlich, wie man sowas machen kann. Also ich verstehe, dass man da sagt, nur mach mal hier, katsching, dann zahlt man und dann sieht man aus wie ein junger Gott. Aber das machen. Am besten noch nebenbei Spotify hören, irgendeinen Podcast, irgendeine Musik, auch mal lachen. Hier, ne, guck mal, wie mir das Blut und das Fett gerade ins Gesicht gespritzt ist. Haha, ja, passiert dir immer. Okay, das haben wir jetzt auch. Jetzt wird gereinigt, glaube ich. Ja, Mann, ich kann alles auswendig. Endlich kann ich mal was. Ich wette, Gnu ist schon längst durch mit dem Ding, oder? Gnu hat das bestimmt schon mehrere Male durchgespielt und kann das schon aus dem FF. Diese ganzen Geschichten hier. Okay, jetzt machen wir sauber. Jede einzelne Leiche kriegt ein extra gesäubertes Inneres. Dass da nicht die Brocken von dem einen noch in den anderen reinkommen, das will natürlich keiner. So, jetzt wird das sauber gemacht und danach muss ich eigentlich nur noch ihm den Schweiß nach dieser schlimmen Operation vom Gesicht wischen. Andererseits hat er hier aber auch ganz fiese Wunden. Da muss aber nochmal einer Make-up machen, oder? Denke ich mal. Alright. Okay, fertig, ne?
Ja. Achtung, Nummer 1 ist fertig. Wir bewegen uns jetzt in Richtung Kühlkammer. Alle Zombies, Seitenglubscher und andere Schweinereien bitte jetzt vor mir auftauchen, denn ich sehe hinten nichts. Ja, Mann. Da haben wir direkt den nächsten Kunden. Ein letzter Tanz muss doch noch erlaubt sein. Waren komische Geräusche gerade, aber ich glaube, die gehörten zu den Rollen hier unten. So, okay. Wir machen die Untersuchung, genau. Die ist ja noch gut erhalten, muss man sagen. Ah, nee, die hat auch schon den Lochfraß hier. There we go. Das war alles schon? Ernsthaft? Okay. Also bisher ist nicht viel aufgefallen und bisher habe ich auch nicht das Gefühl, dass die verantwortlich sind für das Rumgegeistere. Also bleibt ja nur noch eine dritte Leiche übrig. So, okay, wir haben den Bericht, dann kommt jetzt wieder der ekelhafte Teil. Warum nicht einfach alles in eine Schublade? Okay. Alright. So. I can't hold anything else. Wenn das nicht wäre, gäbe es gar keine Challenge, ne? Wenn die nicht nur einen Gegenstand halten könnte, dann wäre das direkt. Oh oh, jetzt kommen hier wieder Sachen. Oh. Hier irgendwo. Ah, der Regenschirm, der Doppelregenschirm. Doppeldecker-Regenschirm, so heißt das Ding. Jetzt war ich gerade, okay, ich war hier gerade dabei, ne? Okay, ja. Nee, haben wir ja gar nicht, brauchen wir nicht. I can't hold anything else. Natürlich. So, jetzt noch ein Scalpel. Okay, den Regenschirm, wir lassen das mal so, damit ich da auch dran denke. Das Ding, jawohl. Wulp. Ach, doch, ich habe doch die Schere. Ja.
Puh. Gute Frage. Was stimmt denn nicht mit dem Laden, mit der Beleuchtung in dem Laden? Hier ist ganz dringend, muss mal einer die Sicherungen und den ganzen Kram neu erneuern. Das ist doch alles ganz billigste Scheiße hier. Und die Türen fallen ständig zu. Zack, zack, zack. Ah! Alter. Du verdammtes Stück Scheiße. Ja, da lachst du alte Schrulle. Okay, wo war ich hier? Abgepumpt habe ich schon. Ja, genau. I'm missing something. That's nee. Not it. Nee, nee. Das Ding hier. I can't hold anything else. Shit. Oh, könntest du mal mit Stift und Papier was zeichnen? Stimmt, nachdem ich den Papierstift ja vorhin vergessen habe, nicht mehr wiedergefunden habe, können wir ja jetzt mal gucken, wie weit wir in der Beschwörung bereit sind. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt relativ schnell vorankomme, und das ist ja schon die dritte Leiche, kann ich ja noch gar nicht so sehr irre sein. There we go. Warum denn gerade jetzt? Was muss ich noch machen? Mache ich währenddessen. Ah, okay. Hello? I need to report a missing person. Sorry. Her name is Rebecca Owens. She's 14. She has a drug problem. So I had that race. I don't know. She was here at the house. Hello? Yeah. I need to report a missing person. I understand that. I need you to check them. She has a drug problem. All right. I'll keep an eye out. Thank you. Rebecca? 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 Oh my God. Oh my God, no. Oh, baby, no. Ach du Scheiße. Also wir hatten Drogenprobleme, sind irgendwo gehangen. Irgendwas ist dann mit dem Typ passiert, der uns gefunden hat. Wahrscheinlich ein Familienmitglied oder ein Freund. Gut, egal. Weiterarbeiten. Einfach quer, einfach durcharbeiten. Okay. So, nun kommt das kleine Zitronentüchlein. Zumindest sobald der Scheiß hier durch ist. Also das finde ich irgendwie am bescheuertsten. Das ist doch nur, dass man Angst hat, dass jetzt die Augen aufgehen, oder? Seien wir doch mal ehrlich.
Diese ganze Aktion mit dem Feuchttüchlein am Ende, das hat doch keinen wirklichen Inhalt. Ich habe keine Probleme. Du bist hier der mit den Daddy-Issues wegen Dad, ne? So. Okay, was haben wir noch? Dich hatten wir noch nicht, oder? Oder warst du der erste? Moment. Ihn hatten wir. Ich dachte, wir hätten schon drei, aber nee. Stimmt, die kommen jetzt erst noch. Und ich habe gerade mal ein Symbol. Abend zusammen gibt es vielleicht auch mal einen Horror-Lesestream. Das halte ich natürlich für ganz toll. Ganz toll. Komm, wir machen mal eine Umfrage, ob ihr das wollt. Das finde ich tatsächlich eine sehr wichtige Information für mich, weil ich habe natürlich total Bock auf sowas und scoute schon immer irgendwelche rechtefreien Geschichten, die wir hier lesen könnten. Machen wir mal. Ihr habt 3 Minuten Zeit, da könnt ihr mal ein bisschen antworten. Und ich versuche mich dann auch danach zu richten. Wenn es jetzt überwältigend viele Leute sagen, ey, mach das mal, dann werde ich das sicherlich auch mal wieder machen. Also die letzten Male, als ich es gemacht habe, war es sehr schön. Aber naja, man verliert dann halt irgendwie Zuschauer. Und da hatte ich dann immer das Gefühl, okay, das will vielleicht auch keiner. Aber ja, ich bin natürlich auch immer wieder offen, sowas mal auszuprobieren. Ich lese ja super gerne Sachen vor. Also es ist ja wirklich eine schöne Sache. So, Moment. Wir haben den jetzt geholt. Also erstmal gucken, angucken. There we go. Das war's schon. Na gut. Na gut. Buy them now. All of them. Buy all the NFTs. So, habe ich ausgedruckt. Voll. Ich finde es super, wenn so ein Fach voll ist. Da möchte man sich gleich auch voll daneben legen. Okay, jetzt haben wir alles angeguckt. Jetzt kommt der Part mit den Augen und den Zähnen. Ich kann die Leute im Schlaf einbalsamieren in Zukunft, wirklich. Wenn eure Oma oder so, ruft mich einfach. Ich mach das. Wir machen die Tür zu. Ich nehme die Hälfte von einem Profi. Niemand muss es erfahren. There we go. Alright. Das ist jedes Mal so anspannend, okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann kommt jetzt wieder die Pumperei. Ey, dafür würde ich mir am liebsten echt jemanden anstellen, der das macht. Kann nicht sein, dass ich das immer machen muss. Ich bin doch viel zu wichtig. Ich muss hier Geister und so ein Shit bekämpfen. Also wirklich. Ach, immer nehme ich die falsche Flasche. Das, habe ich auch immer gesagt, wenn ich beim Koop-Beef Ede genommen habe. Das hat jetzt ein bisschen lang gedauert, aber der Diss war noch frisch. Das ist okay, das kann ich, das geht noch gut. Warum zertrümmert man denen die Kauleiste? Nein, man bindet die zusammen. Die waren vorher Streamer und das war eine spezielle Anforderung der Familie. Die haben Angst, dass sie sonst nie zu Wort kommen. Das war's. Er ist jetzt zu gemacht. Wir haben den Dings. Jetzt machen wir hier so ein... Das brauchen wir gleich. Die Geschichte. Hier, Moment. Nee, Moment. Wo war das denn? Hä?
Doch, das Ding hier. Ach, hab ich schon, ne? Wusste ich doch. Das sieht aus wie eine normale, so eine Bastelschere. Stattdessen ist es eine Arterienschere. So, jetzt wird der einen abgeduscht. Einmal so schön von innen nach außen abgeduscht. Oh, das ist ja interessant. Ja sagen 74%, 95 Leute sagen ja. Ein Lesestream wäre in Ordnung. Ja, okay. Dann wird das mal aufgenommen. Vielleicht mache ich das mal einfach an einem Wochenende abends spontan oder so. Vielleicht kündige ich es auch an. Aber erstmal muss ich hier hinten in der Kiste anständigen Buch suchen und vor allen Dingen mich mal gucken, was rechtefrei ist. Was kurz ist und rechtefrei. Okay, so, jetzt wird es hier wieder komisch. Das sind vielleicht aber auch die Dämpfe von diesem ganzen Formaldehyd-Kram. Methanol, der ganze Kram, ne? Ja, guckt, schon ist es weg. Okay. Huh. So, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Der hatte jetzt keine Siegel oder so. Ja, das kommt ja gleich. Aber ich wollte eigentlich nochmal gucken, ob der nicht hier irgendwelche Siegel hat. Da habe ich jetzt nämlich eben gar nicht geguckt, weil ja nach dreimal schon Schluss war. Ah, oh, da geht schon wieder alles aus und zu. Ekelhaft. Ja, ich sehe, dass du da stehst. Ich habe aber den Zettel. Na komm. Zettel. Der Zettel, ja. Ah, da ist es doch. Easy. Du verrätst dich viel zu leicht. Was ist denn das? Was könnte das sein? Ein... Boah, ist das schwer. Ich würde sagen, ein Zelthaken. Ein Zelthaken. Und was haben wir hier? Was war das nochmal? Und der Doppelregenschirm. Zelthaken und Doppelregenschirm. Okay. Jetzt bin ich so verwirrt langsam von dem Kram. Ah, okay, doch, ich war sogar richtig. I'm missing something. Ja, okay, klar. Ne, Moment. Ich hab... Ach, ja, doch. Ne, das Ding hier. Wo ist denn... Hä? Hab ich das... Ich hab das doch gerade gehabt. Ihr habt das doch auch gesehen. Ich hab's doch eingesammelt. Ach, da ist es und da. Aber was fehlt denn dann noch? Skalpell oder was? Ich habe jetzt nicht nur keine Zeit, sondern auch keine Lust. Hello? Hello. I'm missing something. Rebecca. What the? Jetzt ruft sie auch schon an. That's not it. Okay, irgendwas habe ich jetzt gerade echt falsch gemacht. Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwas habe ich ganz falsch gemacht. Ivy, immer dasselbe. Ich nehme jedes Mal diese Bags. Dabei ist das hier. I can't hold anything else. Immer derselbe Shit. Okay, komm. I can't use that here. Chat, wegen euch habe ich jetzt 1,59 für Alone in the Dark 1 bis 3 ausgegeben. Wehe, es ist nicht gut. Es ist furchtbar. Aber es ist eine wunderschöne Zeitreise und man hat, während man sich ein bisschen über die schlechten Animationen und die generell hässliche Grafik und auch die Langsamkeit des Ganzen ärgert, merkt man schon, okay, hier hat Resident Evil die Ideen her. Es sind teilweise wirklich identische Kameraperspektiven. Nur, dass Resident Evil halt viel, viel besser ist. Aber Alone in the Dark war... Der King, die haben es einfach erfunden und das muss man dann auch würdigen. So, haben wir das gemacht, das gemacht, das gemacht. Viel mehr ist nicht, ne? Ja, sauber machen. Dazu muss ich leider raus. Und dann gucken wir uns gleich noch den Zeltenterhaken und den Doppelregenschirm an. Mann, wenn du wenigstens die Türen offen lassen könntest. Ja, merkt euch das. Immer schön aufräumen hinter euch. Vor allen Dingen, wenn ihr gerade die Leichen entblutet habt. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Den haben wir fertig.
gucken wir jetzt mal. Record System. Nee, Moment. Hier. Unter Night Shift. The Night Shift is coming to you. The Night Shift is coming. Buhu. Nein, nicht schlecht. Manchmal. Shit. Okay, falsch. Das hier ist das Richtige. Also, wir suchen erstmal den Doppelhaken. Das könnte, das ist der Doppelhaken. Und da ist der Doppelregenschirm. Also es könnte Balmet sein. Balmet. Haken und Doppelschirm. Wo gibt's denn noch? Gibt's den Haken? Hier ist der Doppelschirm, aber kein Haken. Hier ist der Doppelschirm, aber kein Haken. Okay. Na, Simon, Alter, wie oft willst du das noch machen? Langsam wird's echt peinlich. So. Kein Haken, aber Doppelschirm. Hier ist nur der Haken. Hier ist gar nichts. Und hier ist nur der Doppelschirm. Kein Haken. Doch, hier ist der Haken, aber kein Doppelschirm. Hier ist der... Kein Haken. Hier ist der Haken, aber kein Doppelschirm. Okay. Damit ist es doch eigentlich ganz klar. Balmet! Keine Zeit, Oma. Heute ist Balmettwoch. Gleich. Gleich. Gleich, Omi. Na, wirst du gleich wieder sauer? Du wirst nämlich immer wütend. Ich finde meine Oma richtig schlimm. Also dich finde ich richtig schlimm. Meine Oma war eine Heilige. Was? Was willst du tun? Ja, mach den Feuerchen. Du kommst doch eh in die Hölle. Mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß genau, was du gemacht hast. Ich habe die alten Tagebücher gefunden. Ja, hat sie nicht gedacht, ne? Ich wusste, dass sie das sagen würde. Deswegen habe ich sie auch nicht reingelassen. So. Also, wir haben hier oben haben wir das Dingens hier, den Haken. Dann haben wir hier ein Segelschiff. Anders kann ich es gerade nicht erklären. Aber das ist hier gar nicht. Moment. Ach, da ist mein... Ach, da ist mein Mauszeiger ist da drüber. Das ist der Doppelschirm. Und das hier ist... Moment. Der hier. Und das hier ist dieses mega aufwendige... Da wollte einer ein bisschen angeben. Ja, ich mache noch so zwei kleine Kügelchen hin. Ja, okay, jetzt habe ich immerhin rausgefunden, welcher es ist. Also ich meine nicht welcher es ist, aber welcher Geist es sein könnte. Was ich nicht habe, ist eine Leiche. I'm missing something. Nö, du hast das doch... Ach ja, okay, den muss ich auch noch fertig machen, okay. Aber ich brauche jetzt mal jemanden, der mir zeigt, dass er der Böse ist, sozusagen. Okay, dann lege ich es halt doch nochmal ab. Ich muss jetzt wissen, wer ist hier der fiese Supergeist? Wäre geil, wenn jetzt mal einer die Augen aufmachen würde oder so. Zuckt da irgendwas vielleicht? Komm, wir gucken mal. Nee, Mann, der ist tot! Der ist einfach tot. Tottöter am töterigsten. Der ist tot, ich sag's euch. I'm coming! Oh, I'm so coming! Why aren't you coming? Ja, lass mich nur kurz meinen Anti-Geist-Zettel holen. Dumm, die dumm, da laufe ich einfach so diesen Gang an. Hoffentlich macht keiner das Licht aus. Ich hab keine Angst vor dir! Ja, toll, das geht jetzt natürlich nicht, ne? Ich sag's mal, Freunde! Hast du gehört, der eine Geist soll voll scheiße sein! Ja, es war ein guter Jumpscare! I give you that! I give you that! Aber kein Feuer!
Also mein Hauptproblem ist, dass ich keine genauen Verletzungen jetzt gefunden habe, die auf diesen Dämon hinweisen. Ja, ich sehe dich. Komm, Digga, ey. Hol dir meine eigene Wohnung. Wie er da so rumsteht, ne? So, er sieht mich ganz sicher nicht. Doch, Mann, ich habe sogar meinen Geisterzettel schon dabei. Und jetzt? Was machst du? Ach nee, wie überraschend. Hau da ab wieder. Es tut's ganz gut, denen irgendwie die zu verarschen und sich über die lustig zu machen, weil die gehen einem auch angstmäßig ein bisschen auf den Geist. So, wen hatten wir noch nicht? Ihn hatten wir gerade, er ist es nicht. Ja, dann muss ich mir wohl dich nochmal genauer angucken, leider. Vielleicht zucken die auch hier? Das ist generell eine gute Frage, die man mal erübrigen muss, ne? Und was ist eigentlich... Das ist auch ein guter Punkt. Was ist eigentlich mit den Beschreibungen, die ich da vorher gemacht habe? Vielleicht steht da ja was Sinnvolles. Vielleicht habe ich das nur übersehen. Also. Mole, Maldobration, Contagion, Keratolysis. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Blemishes, Keratolysis, Rash. Was ist ein Blemishes? Blemishes, Blemishes, Keratolysis. Also Keratolysis ist nichts Neues scheinbar. Contusion hat nur einer von denen, nämlich Whitey. Nee, Whitney. Whitey. Und Blemishes, ne. Ja, keine Ahnung, was Contusion ist. Der Dicke hatte doch am Handgelenk so ein Satanszeichen. Bist du dir echt sicher? Ist das in diesem Spielstand gewesen? Der Dicke? Das war jetzt... Das war doch der letzte Spielstand. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Gibt es hier noch mehr vielleicht? Noch eine Leiche mehr? Nee. So, jetzt beobachten wir euch mal. Keine Sorge, das dient rein wissenschaftlichen Zwecken. Ha, nee. Eine Contusion ist eine Schädigung des Hirns durch Aufprall. Oh ja, jemand hat was sehr Smartes gesagt. Da wäre ich gar nicht so drauf gekommen. Aber stimmt. Einer von euch glaubt, die Besessene ist die Frau. Denn die war nämlich, wenn wir uns erinnern, ist die aus dem Ding wieder rausgerollt worden. Und offensichtlich war sie das ja. Warum sonst? You're wrong, you know. Haha, fuck you. Tschü. Mach's gut. Tschüss. Als ob ich dir glauben würde. Ah, ein letztes Klopfen. So, Junge, hier kannst du schon mal den Sack angucken. Das ist alles, was aus dir wird am Ende. Ein Plastiksack voll Dreck. I knew it. Und gelogen hast du auch noch. You've come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Mr. Dover? I think you can just call me Raymond. Es wäre schön, wenn immer neue Personen der Neuling wäre. Und dann wäre sie jetzt an seiner Stelle und umgekehrt und so ganze geht es immer weiter. Oh, be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. Das ist ja wirklich genau dasselbe nochmal. I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. So, we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get.
We have to face our worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Nach allen Regeln der Horrorlogik muss ja jetzt bei der dritten von fünf zumindest schon was passieren. Da muss jetzt wirklich mal was kommen. Wir haben dafür dasselbe Ende eigentlich gehabt, aber dafür ein bisschen ein anderes, also andere Flashbacks, ne? Die haben ein bisschen mehr über uns gezeigt. Vielleicht sind wir ja selbst auch schon tot und er merkt selbst nicht. Das ist immer das, wo ich am ehesten glaube, dass es hinläuft. So, komm, wir machen nochmal. Wollt ihr noch eine oder wollen wir jetzt aufhören? Wollt ihr noch eine oder wollen wir aufhören? So, ihr habt 3 Minuten Zeit, um die Umfrage jetzt zu beantworten. Währenddessen mache ich mal kurz Werbung und dann sehen wir uns einfach gleich wieder danach. Vielleicht passiert ja wirklich noch was Krasses jetzt bei der dritten, aber wir werden es jetzt nach der Werbung erfahren. Wenn ihr wollt, machen wir noch eine Runde. Bis gleich. Da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich mir gerade ein Y-Food holen. Hatte ich extra so ein schönes, geiles Y-Food mir in den Kühlschrank gelegt. Und dann hat mir es meine Freundin schon weggefressen. Weggesaugt. Jetzt habe ich 5 andere reingelegt, in der Hoffnung, dass 1 übrig bleibt morgen. Okay, wir haben nicht mehr viel. Ein paar Sekunden noch. Da können wir einfach direkt schon mal loslegen. Beziehungsweise Quatsch. Ich will dir erstmal gucken. Noch eine hat mit 96% gewonnen. Okay, okay, okay. I get you. Ihr mögt Leichen und ihr schreit gerne oder ihr hört Leuten beim Schreien zu. Und generell schlaft ihr nie und wenn, dann nur sehr unruhig. I get you. So. Kauf dir ein gescheites Whey Protein und mix dir selbst einen Shake, da hast du dann mal mehr davon. Nee, nee, nee. Been there, done that. Ich habe das alles probiert. Huel und den ganzen anderen Scheiß. Nee, nee, nee. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mix mir das nicht selbst. Ich kaufe mir so ein Ding. Das ist mir lieber. Ich mach's sonst eh nicht. Ich hatte einen 50 Kilo Sack mit Huel und habe die Hälfte, oder 25 Kilo und die Hälfte davon habe ich am Ende wegwerfen müssen, weil ich es dann irgendwie nach 3 Jahren gesehen habe. Okay, jetzt liegt es hier immer noch rum. Und es schmeckte so ekelhaft. Uah. Nee, nee, nee. Und ich habe Riegel, ich habe Huel Riegel gekauft, die waren so widerlich. Ich habe noch nie sowas Widerliches. Ich habe wirklich fast gekotzt beim Essen. Ich habe noch nie sowas Widerliches gegessen. Das war vor ein paar Jahren. Mag sein, dass die jetzt besser sind, aber also furchtbar. Ekelhaft. Okay, so. 7. Nee, Moment. Oder eine 1? 7, 8, 9, 4. 7, 8, 9, 4. Gestorben wird nur hier. 7, 8, 9, 4. Das ist die Nummer für die Nacht. 7, 8, 8. Brauche ich ja gar nicht. Brauche ich ja noch gar nicht. So. Dann holen wir uns mal den ersten Kunden. Kunden, Kunden. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass das Spiel ja wirklich immer denselben Ablauf hat. Also normalerweise müsste ja nach allen Regeln der Kunst nach der ersten Horrorstufe die nächste kommen und dann noch eine und so. Aber es ist wirklich irgendwie immer dasselbe, oder? Auch nicht unbedingt schlecht. Also ich will das Spiel gar nicht schlecht reden. Ich finde es schon irgendwie okay. Aber ich hatte schon bei der Demo das Gefühl, naja, das ist schon aber wenig, oder? Und diese Erwartung wurde tatsächlich auch erfüllt. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt nicht beschweren, das ist ein Spiel von einer Person. Aber mir fällt es halt schon auf. Okay, einmal den ganzen Kram. Boah, ich werde morgen mal wieder anfangen. Ich sitze hier schon wieder viel zu lang. Morgen werde ich mal anfangen, meinen Stehtisch wieder hochzumachen. Das ist so verlockend. Man hat ihn so einmal... hat man ihn runtergemacht, als ich alles hatte, meinen neuen Stuhl und alles. Und dann
dann lässt man ihn da und macht eigentlich gar nichts mehr. Und dann dachte ich mir, nee, ich wollte ja einen Stehtisch, weil ich auch stehen will, aber ja, es ist nicht dazu gekommen, aber es wird wieder passieren, es wird passieren, irgendwann. Was denn, was noch? Achso, das Ding. Ja, ja. So. Was ist denn jetzt schon wieder? Geht schon wieder nicht? Ich habe schon wieder diesen Bug. At least I can keep track of things. Früher hatte ich jetzt, also vor ein paar Minuten, hatte ich ja noch Angst davor, dass die sich irgendwann bewegen. Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwann mal was sehe, damit klar ist, wer hier eigentlich, welche Leiche hier die Probleme macht. Wo die Leiche die Locken hat. Damit ich das dann sehr schnell rausfinde, wenn die sich bewegen, ist es ja irgendwie offensichtlich, ne? There we go. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wann diese Bezeichnungen, also wann die auftreten, diese Tattoos nenne ich sie mal. Weil die sind ja nicht von Anfang an da, wird ja zumindest so angedeutet. Nee. Moment, das haben wir auch. Habe ich jetzt alles? Eins, zwei, drei, vier. Ja, okay. Ich meine, wer will denn überhaupt nachprüfen, wenn ich hier mal einen kleinen Fehler mache? Wen kümmert das denn? Als ob die ausbuddeln, um zu gucken, oh, da war einen kleinen blauen Fleck am linken Oberschenkel übersehen. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was hier wirklich anders ist, sind die Zwischensequenzen, die dann auch nach 5 Enden die Story ergeben. Immerhin muss ich das nicht nochmal neu irgendwie alles aufmachen. Okay, wir haben ihn abgehakt. Jetzt kommt der wichtige Teil. Haben wir denn das schon gemacht mit dem Gesicht? Nee. I already have one of those. Ah, okay, siehst du, habe ich alles schon. I already have one of those. Gut. Das sieht so hart aus. Ganz schlechter Moment für Lichtausfall. Ja, aber dann mach es doch. Ach, natürlich, vorher müssen wir uns noch die hängende Trulla angucken. What? Was willst du tun? Hä? Ich hänge hier rum. What do you want to do about it? Aber diese... Also, wer hat sich da erhängt und warum? Ich meine, wir könnten es sein. Es könnte unsere Mutter sein. Kann ja sein, dass sie mal jung war. Es könnte... unsere Mitbewohnerin sein oder Schwester, die Freundin unserer Familie, irgendwas aus dieser Richtung. Man sieht es halt nicht so genau, weil man sich selbst nur so halb sieht. Es könnte sein. Es könnte aber auch halt sie sein, ne? Oder war das die Oma? Simon, was ist dein Lieblingshorrorbuch? Naja, ich habe ja schon mal Der Nebel angefangen vorzulesen. Das ist, glaube ich, eins meiner Lieblingskurzgeschichten. Ich schreibe übrigens wieder Kurzgeschichten. Ich habe ganz viele Ideen jetzt schon wieder aufgeschrieben. Hi. Leider keine fertig gemacht. Aber irgendwann setze ich mich hier mit euch hin und werde dann einfach schreiben. Und ihr werdet auch irgendwas machen. Ich bin dann das lebende Lo-Fi-Girl. Lo-Fi-Mon. Das würde ich gerne machen. Der Gunnar hat mich heiß gemacht. Der Gunnar hat mir vor kurzem erzählt, er hat sein erstes... Er hat ja schon einige Bücher geschrieben. Aber er hat auch jetzt eins wieder an den Verlag geschickt. Das hat er mir dann... gezeigt, die ersten 100 Seiten. Und das war direkt voll gut. Hat mir voll gut gefallen. Und man denkt direkt so, fuck, fuck. Jetzt ist er mir schon 3 oder 4 Bücher voraus. Nein, natürlich denkt man das so nicht. Ich bin super dankbar für jeden, der irgend sowas macht, weil man dann das Gefühl hat, okay, es ist schaffbar. Man kann es machen. I can't hold anything else. Anders als hier mal nichts
Dummes in der Hand halten. Das ist unschaffbar. Weil ich auch immer denselben falschen Mist mitnehme, ey. Erst das. Erst das. Das ist halt ein bisschen nervig, dass man diese Reihenfolgen immer einhalten kann. Er muss. Weil man irgendwie immer schon einen Schritt weiter denkt und dann will es halt irgendwie schneller machen und so. I can't use that here. Mann, immer wenn du gerade schön gerade jemanden aus seinem Blut rausnehmen willst, dann kommt immer sowas. Okay, aber das ignoriere ich jetzt. Ich brauche die Schere. Habe ich ja auch. I know. Achtung, Geist, könnte laut sein. So, wo kriege ich jetzt raus? Ich kann ja schon mal gucken, welche Leiche besessen ist. Er sieht eigentlich relativ normal aus. Er hat vielleicht viel gesessen und das hat ihn umgebracht. Aber er ist nicht besessen. Okay. Gleich mal, weil ich kurz das Insert sehe, auch in unserem Chat. Stimmt tatsächlich, könnt ihr bei THQ, könnt ihr bei Steam die ganze Liste euch angucken. Die haben heute einen Mega-Sale mit bis zu 90% und so. Das ist jetzt nicht mehr der Werbepart, aber ich habe tatsächlich auch geguckt und ja, das meiste, was ich wollte, hatte ich schon, aber es sind gute Rabatte. Kann man echt nicht meckern, finde ich. Nicht von schlechten Eltern. So, hier kommt... Nein! Ich höre dir nicht zu. Keine Zeit für deinen Scheiß. Ich rede so laut, weil ich so viel Angst habe. Fang schon mal an für den nächsten hier. Gut, Hammer, oder? Ach, natürlich am Ende noch mal schön. I can't use that here. Oh, ihr habt auch recht. Ja, komm, mach es jetzt einmal. Ich werde gleich mal gucken, dass ich diesen Zettel und den Stift mal benutze. Ich wollte das schon letztes Mal machen. Ja, ihr habt recht gehabt. Völlig recht gehabt. Ach, ja, damals hat mir jemand gesagt, guck mal in der Karte oben, also im Inventory oben links. Deswegen waren die Zettel weg. Die sind einfach Teil des Ganzen. Moment, war da mein Auto gerade näher? Nee. Oh mein Gott, düstere Geräusche in E-Moll. Ich werde nie wieder selig werden. Das ist ja voll furchtbar. Ihr habt ja keine Ahnung, ey. Ich habe mal jemanden als Nachbar gehabt, der hat jeden Sonntag um 11 Uhr Geige geübt. Da kommt ihr mir mit eurem Paar ein bisschen Gegrunze da. Geige. Manche Leute werden getötet für sowas. Was glaubst du, wie viele ehemalige Geigennachbarn hier drin schon waren? So, weg mit dir. Gehen da gerade die Augen? Nee, ist nur Pixelbrei. Alter, lass dich jetzt mal schieben.
Nanu? Ah. Frischfleisch. Ja, wenn man erstmal irgendwann so zynisch ist, so wie ich jetzt schon geworden bin, dann macht einem das alles gar nichts mehr aus. Ist es alles egal. Alles nur noch Fleisch. Als ob ich beim 100. Mal noch mich kümmere, dass ihr da an die Wände klopft. Denkt euch mal was Besseres aus. Okay, wir haben den Shit schon. Ich habe den ja eben schon eingesammelt. Ach nee, jetzt wird hier erstmal untersucht, genau. Und immer noch hat keiner Symbole, die ich irgendwie... Das sieht interessant aus. Naja, wobei, das kann ja auch ein Kampf sein, ne? Das ist so interessant, dass der eine wirklich ein komplettes Symbol hatte und seitdem habe ich das nie wieder gesehen. Vielleicht hat es so lange gedauert, bis ich da was finde. There we go. Moment. Was denn? Geht doch. Linke Schulter. Danke, Psycho Dead. Sehr guter Name auch hierfür, passend. Sehr, danke auch Niemael, Terantel Junior, Retro Mike, Hunterboom, Kalte Mu, Lord Washed, Subbing for Emotes, Mr. Wayne, Jess, Lee Langerlauch, Ravenger, Comp, Xorcist, Janna, Panik. Es sind zu viele, aber ich bin jedem von euch sehr, sehr dankbar. Ihr sorgt dafür, dass ich mir die Hosen kacke. Ach, du schon wieder, da steht da an der Ecke, Alter. Du, dich hole ich mir jetzt. Du zeigst mir jetzt schön dein Symbol, Junge. Da kannst du gar nichts gegen machen. Her mit deinem Symbol, wenn ich dich hol. Wo lebt denn wohl? Schon ist er weg. Das sind nämlich ganz feige Säcke. Ja, du! Komm jetzt mal um die Ecke hier. Da kommt die Ecke. Wo ist das Feuer? Digga, ich will jetzt mal dein Feuer haben. Aha. I knew it! Ja. Da! Das übertriebene Tor. Das Tor mit den zwei... Ach, was ist das, ey? Ein umgedrehter Waggon. Ein gecrashter... Crashtes Auto. Ich habe keine Ahnung. Ist ein Auto. Ist ein Crash-Auto. So. Wo waren wir denn? Immer diese ganzen Ablenkungen, ne? Wir haben den Typen hier geholt. Komm, ich guck einfach nach. Ach, er ist noch ganz neu. Na gut. Hä? Dachte, die haben wir doch auch schon, ne? Komisch. Ich meine, das ist doch der Dude. Moment. Das ist der Falsche, ne? Den wollte ich eigentlich gerade zurück, wollte ich den. Ja, genau. Oder habe ich den... Ich bin gerade voll verwirrt. Könnt ihr mir mal sagen, ob ich den gerade geholt habe? Oder ob der... Oder ist das gerade ein Trick? Den habe ich doch schon. Habe ich doch gerade eben gehabt. Ach, ja, stimmt. Ich muss den ja erst... Das ist voll komisch. Diese Einbalsamierung abzuheften. Das ist so weird irgendwie. Warum soll ich denn das zuerst machen? Ja, ich sehe dich doch. Nein. Bist du etwa eine Frau in einem weißen Kleid? Bei Regen? Ja. Na, mit Regen hast du keine Probleme, hä? Wegen sich Regen, ne? Verstehst du? Ja, ja, sehr lustig. So, das sind immer die besten, das sind immer die besten, finde ich. Die besten Kunden, die nichts sagen können und tot sind.
Weil wenn ich diese Arbeit verrichte, dann sieht man richtig, wie diese dämonische Besessenheit weggeht. There we go. Alright. Alright. Immer. Immer die Falschen. Warum steht das Ding denn auch da? Something. Ach, habe ich kein Skalpell hier oder was? So. Also, wir haben bisher ein Symbol. Und das war. Da gucken wir jetzt mal, welches. Dazugehören. Okay, da. Das Auto, das umgestürzte Auto mit den Reifen, da ist es. Also Telduk oder Zebros. Es gibt natürlich noch mehr, aber allein da ich jetzt weiß, dass es mindestens zwei gibt, muss ich ja nochmal weitersuchen. Ich glaube, ich werde da schon gleich noch was finden. So, diesmal mache ich es beim ersten Mal schon richtig. Flexback. Ah, ich habe dich genau gesehen! Da, alter Eckenpenner. Da, alter, das ist aber schon ganz schön eklig. Es gibt einem ein schlechtes Gefühl, wenn du dich so drehst und plötzlich ist das Ding da. Aber dieses... Also, dieses Wackelige finde ich ja scheiße. Na, brenne! Sieht man nichts, ne? Nee. Ah, da ist es ja. Eine Balletttänzerin. Die schwingende Balletttänzerin. Die Balletttänzerin. So, hier war das. Ist auch die schwingende Balletttänzerin. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Also, Telduk. Hier ist sie aber auch. Scheiße. Ah, aber das ist ja das Ding nicht. Das sah so ähnlich aus. Aber nee, ist es Telduk? Oder möglicherweise auch... Hier ist ja auch nochmal scheiße. Also Telduk oder Teshark. Scheiße, es kann sogar Fermok sein. Scheiße, zu viele Sachen immer noch. Da brauche ich also mindestens noch eine. Wahrscheinlich noch mehr. Ich kann mal nachgucken, wo wir sind. Ach, wieder da. I already have one of those. I'm missing something. Ja, du brauchst halt ein Messer. I'm missing something. I'm missing something. Was? Ach, den Spnöpel, ne? Hier, den Wasserhahn. Okay, komm, jetzt aber. Schön rein. Ja, bis in die Poren. Oh, toll. Danach sehen sie fünf Jahre jünger aus. Danke Gamerino 84. Hoffentlich nicht dein Alter. Ich hoffe, du hast noch mehr, noch länger. Also die meisten von euch sind Team Fermok. Habe ich gerade gesehen. Müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt.
Aber vor allen Dingen, ist das ein Twitcher? Macht der irgendwie Zuckungen? Seht ihr irgendwas? Nee, da ist gar nichts, ne? Nee, sieht völlig in Ordnung aus. Der ist es wahrscheinlich nicht. Okay. Jetzt wird sauber gemacht. Why aren't you coming? Weißt du was, leck mich. Jetzt haben sie mich halt doch gekriegt. Okay, okay, wo waren wir? Sauber machen. Das war die Idee. Und du kriegst währenddessen nochmal schön die Augen abgeschmoddert. Und dann war's das wieder. Dann haben wir nur noch eine Leiche übrig. Das war wieder ein Hint, ja, das glaube ich auch, dass die Person, die wir gerade gesehen haben, besessen ist. Ich glaube, ja, da, ich glaube, da habt ihr recht und ich glaube, das ist auch vom Spiel ganz gut gemacht. Weil das war so kurz gerade, aber es war ein guter Hint. Aber warum gibt einem dieses Monster überhaupt Hilfestellung? Es will doch erwischt werden. Es ist wie so ein Brandschatzer, der bei der Feuerwehr arbeitet. Ach, ja, ja, wir haben es verstanden. Auch wir hatten es beim ersten Mal schon verstanden, ne? Oh, der sieht aber auch... Seine Augen sahen gerade ganz anders aus. Der hatte gerade so leere Löcher oder so, ne? Vielleicht sieht es auch nur so aus. Ja, mach doch. Oh. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen, aber die Steuerung ist hier manchmal wirklich absolut unter aller Sau. Aber auch nur manchmal und so richtig ohne Sinn. So, hier ist es also der letzte Dämon. Ich brauche noch ein Symbol mindestens. Was war das da gerade unten rechts für ein Symbol? Habt ihr es auch gesehen, was da unten rechts eingeblendet wurde gerade? Aber das ist nicht... Nee. Ach ja, wir sind erst noch beim Checken. Ja, da ist das Symbol. Du kannst uns nicht entkommen. Endlich haben wir den letzten. Johnson Forbes. Unter anderem hinterhältiger Schweinegeist. Der uns allen auf die Nerven fällt. Ah. So, es ist auf jeden Fall das letzte, was ich jetzt spiele. Oh Mann, ey. Die letzte Session, quasi das dritte. Da haben wir mehr als die Hälfte gespielt. Das muss reichen. Ja, war ein guter Trick.
Ja, war nicht schlecht. Er war nicht schlecht. So. I already have one of those. Aber hast du auch schon so ein Ding? Wusste ich doch. Moment. Ach, das Ding. Bin schon wieder zwei Schritte zu früh gewesen. So, die Augenkäppchen noch, bitteschön, ein Golfball, noch ein Golfball, fertig, für immer geschlossen. Damit das aber auch mal so bleibt jetzt. I can't hold anything else. Immer wieder, ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich hier schon so ein PVC-Ding weggeworfen habe, weil ich es im falschen Moment dabei hatte. I don't care about your shenanigans. I already have one of those. Okay. Dann mach das doch. Habe ich keine Bags mehr da. Wusste ich doch, der Boden ist auch irgendwie eine große Schublade. Ich bräuchte wirklich dringend mal jetzt ein weiteres Symbol. Das ist eine sehr gute Frage, warum die Leiche vorbereiten, wenn du sie eh verbrennst. Ja. Ich würde alle verbrennen. Einfach alle drei, jedem so 12 verschiedene von diesen Dingern auf den Bauch legen, dass einfach in jeder Kombination für jeden Geist mindestens eins dabei ist und dann einfach, komm, mach mal früher Feierabend. Was soll der Scheiß denn? Ist doch wirklich so. Als ob man das hier Nacht für Nacht mitmachen will. Natürlich wird ja auch Zeit für ein Flashback. Oh, das ist schön. Die haben viel mehr Angst vor mir, als ich vor ihnen. So difficult for little Rebecca. Just give in. Also außer diesem komischen Licht hier, was ich jetzt auch nicht mehr sehen kann, sehe ich gar nichts. Ja, keine Ahnung, was willst du denn jetzt von mir? Soll das jetzt... Ich meine, was soll das sein?
Also ich mag halt eine Sache wirklich überhaupt nicht. Und zwar ist das einfach in dunklen Gegenden rumlaufen. Das ist für mich einer der billigsten Tricks irgendwie, die man machen kann in Spielen. Vielleicht ist es auch ein Bug. Aber allein, dass man nicht weiß, ob es ein Bug ist, sollte einem doch zu denken geben als Spieleentwickler. Beim Fernsehen hieß es immer, auf gar keinen Fall zeigst du einen schwarzen Bildschirm. Nicht mal einen Frame. Egal wie, egal wann, du zeigst keinen schwarzen Frame. Ist ein Bug, ne? Och, komm, ernsthaft, ey, wirklich. Das ist wirklich, also ein Scheiß-Spiel, was die Bugfreiheit angeht, wirklich. Ne, ernsthaft, soll ich jetzt nochmal, na gut, okay. Wer weiß, wo die anhängt. Wo die aufhört, meine ich, die Shift. Aber das würde ich jetzt schon gerne noch machen, eigentlich. Ach, nee, ey, komm, okay. Alter, ihr macht mich fertig. Also, nee, muss man auch mal sagen, das ist nicht gut gemacht. Das ist einfach scheiße gemacht. Da erwarte ich mehr. Von einem Spiel, was ich für Geld bezahle, erwarte ich, dass das funktioniert und mich nicht permanent rauswirft. Das sieht aber gut aus. Ja, das sieht auch wieder aus wie so ein Zeichen, ne? Hey. Vielleicht habe ich Kopf vergessen? Ah, da ist was. Das ist wie so eine Waschmaschine, ne? Wenn du eine. Aha, ja. Alter. Lasst mich doch mal in Ruhe arbeiten. Seid ihr nicht in der Gewerkschaft? Wie, warum ist denn das so schwer für euch, einmal mich in Ruhe arbeiten zu lassen? Okay, wir haben aber immerhin... Habe ich denn jetzt überhaupt... Das weiß ich jetzt gar nicht, ne? Habe ich denn jetzt schon Symbole gefunden? Weil eben habe ich ja welche gefunden, aber dann war es ja wieder... Okay, auf jeden Fall ist hier irgendwo eins. Nur wo? Da. Ein... Sieht aus wie eine Shisha. Okay, eine Shisha. Mann, es ärgert mich wirklich. Ich war schon so weit. Es macht mich wirklich ein bisschen traurig, will ich ganz ehrlich sein. Irgendwie finde ich das doof. Auf der Leiche war nur eins, was heißt, dass er besessen ist. Aber es bedeutet nichts für diesen Kontext. Ich sehe dich doch. Ja, und jetzt stehst du vor mir. Und jetzt? Ja, tut mir leid, ich habe keine Zeit jetzt für dich. Ich muss leider hier auf meinem Bildschirm starren. So, also hier bei Teshak ist die Shisha. Teshak. Da ist die Shisha auch. Also Anek, Teshak, Sebos. Oh Mann, zu viele Sachen noch. Na, du warst soeben noch da. Na komm, wo ist dein Feuer? Hast du etwa kein Feuer? Hast du kein Feuer? Was bist denn du für ein Dämon, Alter? Wenn dein Abkratzort noch nicht mal Feuer erzeugt mit meinem geilen beschriebenen Pergament. Ah, oh, du bist wohl so ein ganz unwichtiger Geist. Du hast noch nicht mal so einen Verbrennungszauber. Puh, da würde ich mir aber Gedanken machen an deiner Stelle. Ey, wir haben jetzt drei.
Okay, wir haben doch drei. Ich weiß zwar nicht mehr, wo war denn das erste? Wir hatten doch schon welche. Wo war nochmal das erste? Weil das war ja jetzt gerade die Ballerina-Gedönse. Wo war denn nochmal das andere? Weiß das jemand von euch? Das ist ja nun weirdestens. Ach ja, genau, ihr habt recht. Ja, ja, ihr habt völlig recht, genau. Hier nämlich. Da. Also umgestürztes Auto, Ballerina, Shisha. Jetzt komm, ich hab's doch schon. Ich wette, ich hab's schon. Habe ich denn mit dem Dude eigentlich alles gemacht? Nee, gar nichts habe ich mit dem gemacht. Scheiße. So, gucken wir erstmal. Also. Fangen wir erstmal. Ist Immolation die erste? Ja. Also, wir suchen Ballerina. So, schon mal falsch. Ballerina. Falsch. Ballerina, Auto. Falsch. Shisha, Ballerina. Nö. Okay, es ist also nicht das House of Immolation. Ganz anders als das House of Emulation, das ist bei Gregor Katsios. House of Emus. Da ist das umgekippte Auto, hier ist die Shisha. Da nichts hat beides. Das kann es also auch nicht sein. Das Dingen hier, das Dingen ist es. Das Dingen, Teschak. Teschak. Kaplar! Teshak. T-Shack. Caddyshack. So, den holen wir uns. Machen wir gar nicht lange rum. Oben kommt hier die Shisha hin. Unten kommt die Ballerina hin. Rechts kommt das umgestürzte Auto hin. Und links kommt nochmal die kaputte 9 oder was das ist. Genau. So, was würde jetzt passieren, wenn ich das jetzt schon da drauf lege? Ohne den ganzen Scheiß. Kann ich den einfach verbrennen? Are you sure this is the right one? I'm very sure. Komm, wir machen das jetzt mal. Wir verbrennen den einfach, oder? Wir machen jetzt die Mühe uns gar nicht. Ja. Wäre nur schön, wenn ich das jetzt auch machen kann. Kann ich aber nicht. Guckt euch die Scheiße an. Dieses Spiel will, dass du aber auch wirklich exakt alles so machst, wie sie es gerne hätten. So, dann machen wir den ganzen Scheiß noch. Ach ja, ich bin ja immer noch da. Das haben wir doch auch schon hinter uns. Oh, doch. I can't hold anything else. I can't hold anything else. Comfort you. Ey, das ist wirklich dumm. Na, wo ist er jetzt? Hängt er an der Decke? Das Dumme ist, mir fällt jetzt gerade ein, ich muss den auf jeden Fall einbalsamieren. Und zwar aus einem dummen Grund. Ich muss ihm ja dieses Fluid reinmachen, was dann irgendwie bei der Verbrennung den Geist austreibt. Ach, Mann, schon wieder falsch. Dahin. Ich bin mittlerweile durch diese Verwirrung und das ständige die Bugs hat mich das wirklich total verwirrt, so was so die Reihenfolge und wo ich bin angeht. Okay, wir haben das jetzt gemacht, Einbalsamierung. Jetzt fangen wir an mit der weniger schönen Geschichte. There we go. All right.
So, jetzt kommt das erste Mal, dass ich alle Chemikalien richtig reinwerfe, ohne dass ich irgendwas falsch mache. Ah, ich hab den schon. Das ist nicht falsch, ist nur doppelt gemacht. Denkst du eigentlich, dass ich darauf antworte? Dann dauert das hier doch ewig. Außerdem kann ich nicht mit dir reden, weil... Zu laut. Das ist eine gute Idee. Das einfach alles mit Weihwasser austauschen. Dann fängt der wahrscheinlich gleich hier an zu brennen. Spare ich mir sogar noch die Energiekosten. Aber nein, das gefällt dem Entwickler nicht. Ja, I know. Jetzt bleibe ich mal hier stehen. Weißt du, was geil wäre? Ein Spielstand-Speichersymbol an dieser Stelle. Jetzt bin ich ja mal gespannt, Leute. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Ich würde echt gerne sehen, wie es weitergeht. Plötzlich ist es noch nicht ausgegangen. Just give in. Nee, viel mehr geht nicht, ne? Da ist doch was. Das ist nur ein Stein wahrscheinlich. Ja, was stehst du da jetzt hier einfach nur rum? Und da oben auch? Gehst du, bist du hier Schluchtenkacker? Schluchtenscheißer! Wegen dir haben wir Deutschen so einen schlechten Ruf. Mein Gott. Ah, okay, jetzt wird's interessant. You killed him, you threw away his love with your childish. Und in den letzten Momenten hat er quasi dich bereut. Ey, Mann, ich habe doch keine Ahnung. Jetzt ist schon wieder diese Scheiße hier. Ich weiß doch nicht, was ich hier machen soll. Das ist doch nicht geil. Ich meine, hier ist jetzt
Weißes Licht. Soll ich da jetzt hinlaufen? Ich verstehe einfach nicht, was das soll. Hier ist so ein bisschen Licht. Ich raff es nicht. Ich raff es nicht, meine Freunde. Ja, alle, die jetzt hier sind, es tut mir leid. Es sind gerade ein paar neue wohl noch gekommen oder so. Ich hänge gerade in einem Bug fest, glaube ich, zum zweiten Mal. Versuch mal, die Helligkeit hochzustellen. Oder ich würde nämlich auch sagen, das ist hier eindeutig. Ich kann nicht mal Escape drücken. Nee. Oh, immerhin. Das ist neu. Aber ich habe keine Items, leider. Also ich habe den Stein, aber den kann ich nicht machen. So, ich kann ohne Scheiß nichts machen. Ich gehe jetzt hier nochmal zum Licht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube fast, ich muss jetzt hier bald aufhören, weil das einfach nichts bringt. Also irgendwas an diesem Spiel ist ganz scheiße programmiert, weil jedes Mal, sobald er irgendwie ein Licht anmacht, ein Licht ausmacht, ist die Chance sehr hoch, dass das Ding irgendwie hängen bleibt. Und dann hängt man halt mit. Also ich gebe es jetzt auf. Oder? Wir können es jetzt, glaube ich, lassen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Drück mal Alt F4. Ja, das mache ich jetzt wirklich. So, also... Ich hab's wirklich fast erwartet. Ich fand Mortuary Assistant schon in der Demo nur so meh. Und jetzt wirklich, also mit den Bugs, sorry, aber da habt ihr wirklich einfach Scheiße gebaut. Ist mir auch egal, ob du das dann alleine entwickelt hast, ist einfach Scheiße. Also tut mir leid, alleine kriege ich das auch hin. Also kaputte Spiele kriege ich auch alleine hin. Das ist doch wirklich Quatsch. Also wirklich, also nee, sorry, das ist einfach wirklich, das macht mich wütend, weil das zerstört eigentlich alles, was das Spiel aufbaut. Dadurch, dass da irgendwie einfach Scheiße entwickelt wurde. Aber dann ist es jetzt halt so. Es tut mir leid, dass wir jetzt doch nicht das dritte Kapitel zu Ende sehen werden. Ja, aber so ist es jetzt halt. Ne? Ihr könnt es euch ja gerne kaufen. Es kostet, glaube ich, 12 Euro oder so. Ich gucke nochmal gerade nach. Hier, es kostet 20 Euro. 20 Euro für ein kaputtes Spiel. Nein, ist okay, aber also ich würde es mir vielleicht nochmal überlegen, dann noch ein bisschen zu warten. Aber das Gute ist, dass ihr jetzt halt schon grob wisst, was euch erwartet und auch wisst, ob das was für euch ist, wenn es vielleicht gar nichts für euch ist. Es war nämlich echt spannend. Ich hätte auch gerne weiter jetzt die Backstory meiner Protagonistin gesehen, aber ich habe es jetzt zum zweiten Mal gemacht. Nee, also das ist echt zu krass. So. Ich werde es jetzt nicht noch ein drittes Mal machen. Ich werde das Spiel auch nicht mehr weiterspielen, aber nicht, weil ich es nicht mag oder böse bin, sondern einfach, weil ich denke, okay, wir haben jetzt wirklich alles gesehen. Ich habe es jetzt den dritten Teil zweimal gemacht. Wir werden nicht mehr zum Ende kommen. Es ist einfach zu viele Bugs und es stört halt. Okay, jetzt schicke ich euch woanders hin. Und zwar irgendwo hin, wo ihr gerne wärt. Was haben wir noch? Wen kann ich raiden für euch? Gronkh ist natürlich immer da. Pete Smith ist immer noch da. Oh, komm dann. Nee, mach das mal. Geht ihr mal zu Pete Smith. Die haben die Nachtwanderung gerade. Die haben hier ihr Pfadfindercamp. Sehr, sehr interessant. Geht da mal vorbei. Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß nur, es könnte ganz geil sein. Guck da einfach mal rein. Es sind immer noch 9000 Leute am Gucken. Also echt um die Uhrzeit Hammer, Hammerzahlen. Viel Spaß, gute Nacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen Mittag. Wann genau, weiß ich nicht. Welche Spiele, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht Mortuary, sondern irgendwas anderes. Ich habe ja genug. Bis dann, Leute. War schön mit euch. Tschüss. Und damit beginnt der Raid. Ihr könnt jetzt alle mal reinkommen. Alle reinkommen. Einmal in den Zug einsteigen. Der Waggon hält ganz kurz bei Pete's Meat und dann in Schlummerhausen, weil ihr wahrscheinlich dann eh irgendwann pennen geht. Es ist ja auch schon spät. 2 Uhr. So, da schicke ich sie alle rüber. Vielen Dank nochmal. Es war toll mit euch. Und damit sind wir jetzt hier auch wieder alleine. Ihr, die Woddler und ich, der jetzt auch noch nicht ins Bett geht. Aber ich habe jetzt meinen Feierabend. Deswegen werde ich jetzt mal den Tag Revue passieren lassen und überlegen, was ich jetzt mit der angefangenen Nacht noch mache. Nicht viel. Ich bin ja morgen Mittag schon wieder hier. Dafür nehme ich mir morgen den ganzen Tag dann halt frei, also nach
nach dem Mittag. Ich nehme den Samstag frei. Ha, der Fancy Kretsch mal wieder hier. War halbe Stelle, würde man jetzt sagen bei Rocket Beans. Okay, Leute, das war's. Ich mache Schluss. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel oder hat euch gefallen. Die Bugs natürlich nicht, aber ich glaube, der ein oder andere von euch kann jetzt vielleicht damit was anfangen und weiß dann vielleicht sogar, ja, wenn das mal runtergesetzt ist, kaufe ich es, weil ich unbedingt noch wissen will, was beim dritten, vierten und fünften Mal passiert. Ein bisschen interessiert es mich auch, aber nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war's. Macht's gut, Leute. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns. Tschüss.